So, da müssen wir mal kurz gucken. Ich hoffe, mein Desktop-Audio funktioniert überhaupt. Wo ist denn mein Dings? Meine Kopfhörer sind weg. Muss gleich mal kurz gucken, ob überhaupt alles funktioniert. Ach, oh ja, da hat irgendwas gerade Falsches ausgewählt. Da ist es eindeutig nicht. So, mal gucken. Ich hoffe, jetzt müsste das Richtige sein. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, guck ich mal. Haben wir mal ein Testvideo hier, das man kurz gucken kann? Ja, haben wir tatsächlich. Okay, passt perfekt. So, jetzt mal hier. Auf weg. So. Ach, hi Schatzi. Gut, ich mache noch mal eben das mal kurz die ganzen Einstellungen. Dann schaue ich mal, was in der Indie Direct mit dabei ist. Vielleicht ist da irgendwie ein Spiel mit dabei, dass ich irgendwie sagen kann, so, yo. That is it. Warum hat Nintendo einfach so einen extrem langen Counter? Ich verstehe es eh nicht. Warum machen das Leute? Weißt du, du kannst einfach hier. Und da ist noch nicht mal Musik hinterlegt. Du hast nur diesen Scheiß-Counter knallerot. Huch, hoppala. Jetzt hat er das Falsche hier aufgemacht gehabt. Das ist ja auch wieder typisch. Ach, so. Leistungszettel mal kurz zur Seite gepackt. So, muss man mal kurz das einstellen. Es ist so wie typisch Nintendo. Weißt du, du könntest hier mit fancy Musiken packen. Stattdessen hast du diesen kack-roten Screen. Hey Faruk, hi, viel Spaß. Danke dir. Ich hoffe, dir ist alles fit, Faruk. So. Ich weiß aber absolut nicht, warum das jetzt hier gerade so. Mehr ist so rot. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich finde, das ist ehrlich gesagt so. Ja. Als ob man da nicht irgendeine Musik hätte abspielen können. Aber nein, Nintendo sagt mal wieder, nee. Ist nicht der Fall. Ach, muss man nicht verstehen. Hi, Finny! Finny, wie schaut's aus? Hast du schon Nintendo Switch Online jetzt wie am Stissel? So, wir gucken mal, was ist denn da? So, wo geht's denn hier überhaupt los, ey? Du findest hier nicht mal den roten YouTube-Time-Balken, weil hier einfach alles voll ist. So. Okay, wir schauen einfach mal rein. Sound müsste eigentlich passen. Und okay, wenn ihr jetzt noch nichts hört, das ist ganz normal. Hier ist gerade noch keine Musik, will ich jetzt mal sagen. Okay, das ist dann doch vielleicht ein bisschen laut. Die Indie-Direct geht mit 18 los? Okay, mein Lieben, ihr seht dieses große 18, ihr macht euch jetzt alle mal älter, als ihr seid. Und wer noch nicht 18 ist, also für alle, die über 18 sind, ihr könnt euch gerne jünger machen. Okay? So, guck ich mal. Was haben wir denn da so? Wer euch interessiert, was ich so in meiner YouTube-Timeline hat, der kann ja hier gerne mal reinschauen. Ich würde sagen, ist nichts Schmuddeliges dabei. Also, sorry. Gott. PEGI 18. Die Stimme gerade. Nee, tatsächlich gerade zu viel im Kopf, weil Bio-Klausur auf nächste Woche verschoben wurde. Oh, das ist bitter. Und das tut mir leid, Fini. Falls du doch Lust hast, mit zu spielen, vielleicht kann ich noch deinen Account mal irgendwie mit reinfügen in den Dings. Eins Platz habe ich ja noch frei. Vielleicht kriegen wir das mal wieder hin. Hat man die eigentlich schon irgendwann mal gesehen gehabt, Emma und Tyler? Das müssen wir doch immer gleich moderieren, oder nicht? Ist euch das laut genug oder muss ich euch ein bisschen lauter machen? Es sieht so ein bisschen aus wie dieses Face-Cam. What, was hieß mal? Face-Rig? Originated when I was teaching my kids how to code. And it's grown a lot since then, but the core is still the same.
It's a game about being a little cat. A little cat in a world full of exciting distractions. Sehr leise. Echt sehr leise? Oh, Moment. Da mache ich euch mal, probier es mal eben lauter zu machen. Ich weiß gar nicht, warum das sehr leise ist. Wenn das sehr leise ist, sind Blutai-chan. Also Desktop-Audio habe ich eigentlich auf Maximum. Gut, ich mache nochmal ein bisschen lauter. Das Gefühl ist das einzige Spiel, was mich interessiert. Echt? Da fing es an. Na gut, muss mal gucken. Ich muss mal was kurz zu trinken machen, weil ich habe es immer noch mit dem Reizhusten. Wir schauen einfach mal. So, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen lauter. Love Kitty as much as we do. I think we nailed it. Yeah, and I think I've worked out the filter thing. Look. Not again. You're a curious little kitty in a big city. You were taking a nap in your favorite spot, but you fell and now you're lost. Talk about a near catastrophe. In this adorable adventure, you'll navigate a vibrant city to find your way home. And there's plenty to do along the way. Ich find's gut, dass man das. Check your to-do list. Some of the city's animals have found Es themselves gefühlt aber in ein bisschen dire mir zu laut. situations, and you can lend a helping hand. Paw. Maybe one of them wants something shiny. Another might be stuck in a pipe. War das die Katze oder was hat da festgesteckt? Get petted by humans, knock things over, you know, normal cat stuff. Oh, we didn't mention kitty customization. Collect and wear over 40 pretty nifty hats, like a ladybug, a shark, and even a bunny. Shark voll niedlich. Perform emotes whenever you want. Oh, that's a big stretch. It's a great way to look cute while stirring up some mischief. Get ready to dig your Man kann Leute umschmeißen. Little kitty, big city, pounces onto Nintendo's. Also das Logo mag ich schon mal, ey, du kannst Leute umschmeißen. Wenn ich auch Blumentöpfe runterschmeißen kann, kann ich auch jemand so einen Blumentopf einfach auf den Kopf donnern lassen und dann einfach als Katze jemanden umbringen? Das wäre doch was. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Kommt auf den Preis an. Wenn es nicht so teuer ist, hätte ich daran auch großes Interesse. Ich glaube, ich kenne diese die Stimme. Way, oh! Way forward, Atari. Was, schon day? Alles klar, kam im Jahr. Okay, das sieht doch was für mich aus. Totally should. Join me on a high-stakes sci-fi action adventure in Yars Rising. Es war schon Tee, also ja damit. What started as your typical hacker for hire gig spirals into a weird intergalactic. Schön Metroid ähnliches Spiel. Help me run, jump, hack and blast my way into unlocking the mysteries of this corporate empire in Yars Rising. Launching on the Nintendo Switch system later this year. Year. Das nehme ich. Leute, wir haben schon ein Spiel vor uns gefunden. A journey of self-discovery awaits. Finny, die schon Teezeit, weißt du doch. Take on the role of an android, the creation. Ich weiß gar nicht, was bisher ist, also die Direct ist doch bisher ganz nice. Every action you take and decision you make during your journey reveals a little more about who you are. And there are no right or wrong choices. Travel to places from your memories, interact with other characters, and gradually piece together the future. Ich mag den Artstyle. Vision for you. At the end of your journey, 24, wenn man vorbestellt. Will be revealed. 24 Euro das Yard-Spiel, was ich gerade nice finde, oder das mit der Katze. Mit der Katze 24 Euro geht. 22 ist auch nicht so viel. Chantier hat einen großen Platz in meinem Herzen. Ich finde es einfach. Das ist von den Entwicklern, aber es ist way forward. Das ist, da muss ich diese Chance geben. Und wenn du curious über die Personality-Types von anderen Spielern, you can share your results with each other and compare your choices.
Katze! Nur wie eine Katze! Hey, Lucario! Hey, Device Y! Nice! Personality test game launching as a timed console exclusive on Nintendo Switch this summer. Hi everyone, we're Square Garden Games, the developers of Sticky Business. Können wir mal kurz darüber uns unterhalten? Ich weiß nicht, was mit mir falsch ist und was mit meiner Psyche los ist, aber dass dieser Doggo hier, ich gerade gedacht habe, da liegt ein weißer Löwe. Warum habe ich den hier gerade aus dem Augenwinkel für einen weißen Löwen gedacht? Aber ich dachte mir so, warum liegt da ein plüschweißer Löwe? Handelt sich das vielleicht wegen dem Spiel irgendwie? Lani, wow, wow. Lani ist aber ein schöner Name. We drew our inspirations from the small businesses and creators we saw popping up on social media. It's been so inspiring to see all those fantastic artists create cute stickers, assemble beautiful packages, and learn about their customers' wholesome stories. So, we wanted to make a game where you can experience exactly that for yourself. It was supposed to be just a short project, just a few weeks, but then so many people liked the concept that we really viel Zug durch ihn. Der ist wirklich schön groß. Nintendo Switch. I'm glad we're sticking around for the cozy sim, Sticky Business. You've got a sticker shop to run. So let your imagination run wild as you create stickers. Ich bin schon so unkreativ für Animal Crossing Sachen zu designen. Wenn ich da jetzt auch noch Stickers designen müsste, da kriege ich ja nichts hin. There are over 400 elements to choose from when creating your stickers. And you can get upgrades for even more options. Wow, Boba, Ice Cream? Was ist immer so toller Bubble Tea? Bubble Tea ist langweilig. Sorry an alle Bubble Tea-Liebhaber, ich habe noch keinen gefunden, der mich flasht. So combine whatever elements and effects you want to design your artistic adhesives. But no shop is complete without its customers. Each one will ask for different stickers, and by fulfilling their requests, not only will you impress your customers, but you'll also learn more about. Also jeden, den ich kenne und der so welche Sachen designt, ihr Artist und du hast Kunden, die dich beauftragen. Von jedem, den ich gehört habe, sagt nicht, dass die Kunden das Beste sind. Kunden sind anstrengend und schwierig. Und ja, die machen es manchmal auch, die Artists nicht so einfach. Es tut mir immer noch leid, Sherry, dass ich so kompliziert bin. Dankeschön, dass du mich aber trotzdem sozial kräftig unterstützt. Ich weiß nicht, ob Sherry das hier hört, aber ich hoffe, ich bin nicht so anstrengend. Music teacher striving to motivate her students to a dad who wants to cheer up his grieving child. Each customer has a heartfelt story to share. Plus, the Plan With Me paid DLC adds 10 more customer stories and over 100 sticker elements. Ach, also ich, sorry, aber warum alles immer mit es war doch gerade hier gesagt mit kostenpflichtigen DLC, ne? Warum immer dieses DLC-Ding? Ja. Hätten wir auch gleich reinpacken können, OP Update. Hätten wir auch sagen können, das kommt immer wieder. Keine Ahnung, wir versorgen euch über ein Jahr mit Updates, mit neuen Sticker und alles Mögliche. Warum immer DLC? Both the game and DLC launch as timed console exclusives on Nintendo Switch later today. A bundle of the game and DLC will also be available. Es gibt immer ein paar Games, wo ich mich frage, warum macht ihr daraus ein DLC? Bringt es doch einfach als Bonus rein oder so. Explosive, calming or mysterious journeys. Komm mal nach so. With this trio of upcoming indie games. Check them out. Gonna find out who did this and blast him into teeny tiny little pieces. Ja, der könnte mit Wario der erinnert mich ein bisschen zu sehr am Wario. Or the massive mace as Dynamite Annie to lay wacky worlds to waste and beat up brutish bosses. Smash up levels like concrete jungles and slimy sewers. Ist das eine Mischung aus Wario trifft Sonic oder warum ist es so schnell? After reaching the end of each level, a detonator will start ticking down. Ich glaube, das ist ein Spiel für Remixer. Get ready for a
a destructively good time in Anton Blast, launching as a timed console exclusive on Nintendo Switch November 12th. A demo will be available later today on Nintendo eShop. Ich glaube, ich weiß, was ich mal jetzt ins Demo-Spiel werde morgen. Manche meinten, können sein Vater sein. Ey, ganz im Ernst, habt ihr euch das mal angeguckt gehabt? Das sieht aus wie Wario Land. Früher war es auch so, Wario hat was kaputt gemacht und du musst schnell wieder zurück zum Ziel. Das ist einfach wie Wario. Ganz im Ernst. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht geil ist. Ich glaube, die Demo will ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Die will ich, glaube ich, als im Let's Hummel reinpacken. Die werde ich vielleicht mir morgen oder so mal spielen. Aber jetzt mal im Ernst, das könnte wirklich einfach Warios Vater sein. Und Warios Mutter. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass mir das Gameplay schon zu schnell ist. Muss ich sagen. Hi, Simply! Guten Abend in ihr 3D-Party-Streamer. Na? Hi, Moritz! Guten Abend! Ich hoffe, es geht dir besser. Leider geht es mir nicht so gut. Oh, bist du jetzt krank, Moritz? Gute Besserung. Mir geht's halbwegs besser. Ich bin eigentlich ziemlich gut auf dem Weg der Besserung. Ich habe noch ein bisschen gerötete Augen von der Benutzerentzündung und ich habe noch ein bisschen Husten reinzukämpfen. Deswegen habe ich neben mir hier viel Trinken stehen. Aber mir geht's schon wirklich bedeutend viel besser. Nein, mir geht's mental auch nicht gut. Och, Leute. Das ist bei euch momentan so schlimm. Ich hatte heute auch nicht wirklich einen guten Tag gehabt. Also heute hatte ich auch sehr zu kämpfen gehabt mit mir. Ich hatte ja heute auch, so eine Gruppensitzung gehabt und eine Maltherapie. Ich sag ganz ehrlich, beim Malen sind mir auch andere Sachen hochgekommen. Also heute leider hatte ich auch nicht so einen guten Tag gehabt. Und ich muss auch ehrlich sagen, warum ich auch momentan tatsächlich jetzt nicht so viel auf Discord unterwegs bin, ist tatsächlich, ich habe momentan schon auch selber zu viel Sachen im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Stream erzählt habe, aber zum einen geht es eins meiner Kaninchen überhaupt nicht gut. Und ich bin die Woche, bis das alles am Abklären. Also es ist schlimm, es ist auch, wenn wir nichts zusammen machen würden, geht es in eine ganz schlimme Richtung. Ich mag es nur nicht aussprechen, wir bleiben positiv. Aber das ist so, das merkt man dann auch an mir und ich mich diese Woche auch. Deswegen sage ich auch ganz ehrlich, Freitag habe ich noch einen Tierarzttermin. Ich weiß nicht, ob ich Freitag Stream bekomme, drauf an, was der Tierarzt sagt. Wenn es alles gut sagt oder so, dann bin ich gerne live. Wenn es irgendwie andere Drohne nachher wir sind, dann bin ich da wahrscheinlich nicht live. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Und Heuschnupfen ist schlimm. Splatfest, also ich sehe ja YouTube. Ja, Splatfest ist angesagt gehabt. Machen wir am Wochenende. Und Heuschnupfen ist wirklich schlapp. Heuschnupfen ist wirklich Mist. Habe ich zum Glück nicht, aber ich sage euch ganz ehrlich, so dick wie meine Augen waren. Und ich hatte ja alles gehabt, was mitnehmen war. Alle meine Sinne waren gefühlt im Arsch. Ich sage ganz ehrlich, ey, jeder, der Heuschnupfen hat, ich tue mir so leid. Haltet durch. Und da verbrennt alle Bäume um euch herum. Bärchen, please. Ah, Kaninchen, Miko. Bärchen, kann ich mit einem zweiten Account reingehen? Can ist da auch drinne. Waits in Valley Peaks. As the new technician assigned to the peaks, you'll climb, glide and even use your tongue to scale the mountains, setting up radio towers so the locals can happily reconnect with the world. But with boulders, spikes and other hazards in your way, the trek to the summits won't be easy. If you need a hiking hiatus, there's still plenty to do. Chat with the froggy folks and take on small side quests. Fill out stamp cards for equipment unlocks to help make climbing easier. Woher weißt du denn, dass das HS in zu viele Spieler hat? Sangus, hi Vanessa!
Welches Team bist du beim Splatfest? Ein schwarz-weißes Game. Wie nennen wir es mal? Sepia-Farmed? Ist auf jeden Fall. Boah. Hat auch was. Oh Gott, ich glaube, wenn ich so ein Rätsel mit hätte, ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich für so ein Rätselspiegel mitgemacht wäre. Ich würde da wahrscheinlich voll reinscheißen. Aber es sieht schon cool aus. Hi, I am Albert Pinto, the creator of Robot. 6 years or so ago, I started working on the game in my spare time. And since then, it blossomed with the help of an amazing... Ich weiß gar nicht, was es so Auswahl gibt. Welches Ostertier für Sanigio? Was? Du hast ja irgendwie, du hast ja auch was zwischen Bärchen, Kaninchen und Küken. Irgendwie, was so typisch Oster-like ist. Es ist schon 1,5 Jahre mit dem Mädchen, das ich mag, nicht so gut. Und jetzt hat sie einen Freund und wir wollen alles klären, aber irgendwie ist alles komisch und viel. Und meine Familie ist gerade schwierig und mit meinem Freund. Oh, okay, das ist aber viele blöde Baustellen, simply. Ja, aber wenn man, sag ich mal, Sachen klärt, ist immer besser als, ich sag mal ganz im Ernst, man klärt Sachen und geht dann auseinander, ist, finde ich persönlich besser, als wenn man sagt einfach so, yo, also gar nicht irgendwie redet, weißt du? Also ich bin mehr so ein Mensch, ich mag lieber Sachen, lieber hat man sich einmal ausgesprochen und dann ist so, okay, es passt nicht, es geht nicht, es weiß was ich, als, wie gesagt, in sich hineingefressen. Uff, mein Chat hat sich mehrmals aktualisiert. Tut mir leid zu hören. Ich bin später da. Muss, glaube ich, wieder ins Bett. Mach das. Gute Besserung, Moritz. Sonst sind sie vielleicht am Wochenende. Ich weiß gar nicht, was das auswirkt. Also, diese Berge in dem Wandergame. Gerade, warum sind die so durchsichtig? Keine Ahnung. Sieht aber interessant aus, ne? Ich bin mir zu sicher. Wenn 30%, wenn 30 schon bei meinen Freunden Hase genommen haben. Wow. Kaninchen! Moritz, Kaninchen, also wie gesagt, ich bin Team Kaninchen und Team Dings. Vielleicht gehe ich Team Bärchen rein. Küken habe ich noch keinen gehört. Dann gehe ich halt, dann helfe ich halt mit Miko und Chan. Keine Ahnung, ich gehe einfach da rein, wo du gerade bist. Ich glaube, Kaninchen und Bärchen werde ich da wahrscheinlich reingehen müssen. Well, friends, all bring in their piece of magic. It all started with the idea of using watercolor art style to evoke peaceful and zen vibes. I wanted it to be a meditative experience and to tell a beautiful story through gameplay that's able to put the player in a state of flow. I really hope you enjoy the world that we are creating here and I cannot wait to show it to you. Thank you so much. Die Augen finde ich so ein bisschen, naja. Some say that humans brought life to Europa. Sieht nicht schlecht aus von der Welt. Erinnert mich nur ein bisschen an Genshin. So ein bisschen. Das erinnert mich ein bisschen zu sehr an Genshin. Und ein bisschen an BOTW. Man kann springen! Für ein gutes Game muss man springen können. Oder fliegen. Die Flugmechanik sieht ein bisschen komisch aus, aber es sieht... Also ich sag mal, ich glaube, du hast hier richtig viel zu erkunden und das ist schon irgendwie geil. Fuchs läuft halt rum. Europa. Aha. Order up some pizza because the Teenage Mutant Ninja Turtles are back. Das ist Teenage Mutant Switch in their very first radical roguelike adventure.
Müssen wir uns sehr da umgänzen. Das trifft's, glaube ich, ganz gut. Schön gesagt. To rescue their kidnapped master, Splinter. With each run, you'll fend off the totally bogus Foot Clan while enhancing your abilities with power-ups. But no two runs are the same. Upgrade your turtle powers to grow stronger and shred through the story. The four turtles each have their signature weapons and awesome abilities. For example, Dawn attacks have more range, but Raph has a higher chance of dealing critical damage. After clearing each room, you get to choose from a variety of turtle powers to customize your moveset and create devastating combos. Don't get too attached though, because these powers reset when a run ends. More customization options await back at your sewer home, where you can spend in-game currency you earned on your runs on permanent upgrades called artifacts. Pick the turtle and artifact that best suit your preferred playstyle. Enjoy exploring iconic locations solo. Ich weiß nicht, Tüten Ninjas Minderschutz war für mich immer so, kann man schauen, war aber nie so wirklich meins. Get ready to fight the Foot when Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch this July. Pizza's here! Oh, die Pizza wird jetzt geil. Oh, Cat's Quest, oder? Zumindest hat mich daran gleich erinnert. Ja, dritter Teil. Da freuen sich bestimmt einige. Ich habe die ersten beiden Teile mir mal geholt. Ich müsste die eigentlich noch spielen. Ja. Das ist Lotti als Katze. Es sieht schon ganz nice aus. Also, Cat's Quest ist ja meistens immer recht. Ist irgendwie gefühlt immer im Angebot. Ich habe mir die immer mal Angebot holen. Ich müsste die ersten beiden Teile mal spielen, aber ich glaube, soweit ich so gehört habe, soll die Spiel sehr beliebt sein. Also, wenn ich die ersten beiden Teile mal durchgespielt habe, will ich mir wahrscheinlich den dritten Teil auch holen. Moment, kann das im Koop-Modus spielen? Kann man es im Koop-Modus spielen? Habe ich das richtig verstanden? 8. August. Und eine Demo ist auch noch verfügbar. Mein Gott, ich habe zwei Demos ausprobieren. Ich finde immer auch die Katze hier links mal geil. Das ist einfach die Lotti-Katze. Von mir, diejenige, die ich weiß, die Lotti ist, spielt die Deponia, Leute. Oh, schaut euch die Deponia an. Ich muss mich wieder einspielen. Ich habe mir spontan einen Pro-Controller geholt. Ich fühle sie anders an. Besser? Komm, Pro-Controller ist sexy, Miko. Und nach der bestandenen Führerscheinprüfung hast du dir auch was Schönes verdient. Ich weiß ja auch, dass sie mich nicht auf die Weise mag, aber es tut da schon weh, sie die 1,5 Jahre, also anderthalb Jahre, mehrere Jahre bemüht zu haben und dann kommt irgendein Typ daher und wird einfach für zwei Wochen ihr Freund. Ja, zu dem Thema, also klar, ich kann jetzt sagen, so, jo, komm, ich versuch mal was Gutes zu sagen, auch wenn das vielleicht nicht gerade das hilft, was gerade hilft. Also, ich sag mal so, zwei Sachen. Erstens, du kannst leider, auch wenn es schmerzhaft ist und du dich noch sehr, sehr bemühst, du kannst ja niemanden dazu bringen, dass er dich liebt oder da kannst du dich dann noch so bemühen. Klar kannst du versuchen, deine besten Seiten zu zeigen und besonders hervorzustechen und dass er vielleicht, die Person vielleicht mehr sieht in dir, als was er da vorgesehen hat, aber man kann es leider nicht erzwingen, ne? Ist klar so. Vielleicht kann man es doch machen, aber das ist dann meist dieses sehr toxische, abhängig machende, verarschende mäßige. Und das ist, würde ich nicht machen. Da musst du, glaube ich, schon wirklich ein bisschen abgebrüht sein, wenn du wirklich so manipulativ sein kannst, dass du wirklich es schaffst, jemanden so zu manipulieren, dass er sozusagen Abhängigkeitsverhältnis von dir hat oder dass du die Person sozusagen in dich verliebt gibt. Ein paar Leute, die können das, aber halte ich für moralisch immer sehr fragwürdig. Dass sich da was angebahnt hat und so, kann ich nachempfinden. Ich hatte das zum Beispiel
Auch mal mit einer gehabt, die ich aus einem, damals meinem Clique-Freundeskreis kennengelernt hatte, also als ich mit dem YouTube und so angefangen hatte, war ich in so eine kleine Let's Player-Clique und da hatte ich auch eine gehabt, die ich kennengelernt hatte, die echt komplett anhängig an mich war, die sich jedes Mal mir reingeschmissen hat, die mir wirklich sich um den Hals geworfen hat, die mir auf der Couch gepennt hat, die wirklich gesagt hat, ey, du bist so toll, über alles Mögliche. Also es hat sich da, es ging schon sehr stark in eine gewisse Richtung. Aber die Entfernung war dazwischen. Und ja, da war es dann halt einfach so, dass ich dann, also es hat sich dann bei der Mutter immer mehr angebahnt. Und dachte wie so, okay, ich wollte jetzt, dachte ich so, okay, Fernbeziehungen können vielleicht doch funktionieren. Komm, sag mal an, so, also sage jetzt so, yo, hey, pass mal auf. Ich nenne sie jetzt einfach mal Susanne, ich habe mich in die verliebt. So. Hatte ich gesagt gehabt, ihre Antwort war: Ja, hey, sorry, Nilo, klappen uns doch nicht. Ich habe auf dem Japan-Tag jemanden kennengelernt gehabt. Ich bin jetzt auch gerade bei ihm. Wir sind auch schon im Team geworden miteinander. Er ist näher dran. War nett. Ja. Da wurde ich auch richtig verarscht. Wo ich dachte so, ey, gibt's so. Weil ich da nicht zu diesem Japan-Tag hingehen konnte, weil ich arbeiten musste. Und sie hat da jemanden kennengelernt gehabt, ist schon gleich hopp die hopp mit ihm ins Bett, ist gleich mit schon auch zu ihm gefangen habe das nächste Wochenende und dann war ich abgewunken, weil er einfach nicht dran wohnte. War scheiße, haben mich auch verletzt. Ich habe gesagt gehabt, nie wieder irgendwelche Online-Beziehungen. Du suchst nur noch hier, sag mal, in deinem näheren Umfeld. Ja, und dann kam Line. Ich hab wirklich auch längere Zeit lang gebraucht gehabt, bis es mit Line losging und ich da wirklich sagen konnte, so, okay, ich versuch's nochmal, dieses Online-Beziehungsding. Aber es kam Line. Und Line hat wirklich gezeigt gehabt, dass sie es wirklich ernst meinte und sie hat auch dafür gekämpft, dass wir beide das wirklich funktioniert. Und ja. Es ging dann weiter und ich bin auch bis heute immer noch mit Line zusammen und darüber bin ich mega froh. Also, sage ich ganz ehrlich, ja, vielleicht ist das scheiße, vielleicht denkst du dir auch gerade, das geht jetzt irgendwann nicht jetzt weiter, du wirst nicht nochmal so eine kennenlernen, aber bei mir ging es auch echt scheiße, ich wurde auch ordentlich verarscht, ein Mess jetzt gebrochen. Aber ich habe dann, obwohl ich gar nicht drauf aus war, eigentlich hat sich das mit Line so ergeben gehabt. Erstmal Freundschaft, dann mehr, weil, wie gesagt, Lina auch dafür sehr gekämpft hatte. Und obwohl ich diese schlechte Erfahrung gemacht hatte, sie hat das auch respektiert gehabt, dass ich so blöde Erfahrungen gemacht hatte. Und hey, jetzt sind wir schon 6 Jahre zusammen. Also fast 6 Jahre. Ja, die 3 Monate, ne? Da macht niemand, glaube ich, die Nasen jetzt fett. Also von daher kann ich nur sagen, vielleicht hilft es dir auch ein bisschen weiter, auch wenn es vielleicht darüber sehr traurig bist und du denkst so, yo, das wird jetzt nicht so werden, dass du mir nochmal so triffst. Vielleicht brauchst du einfach Zeit und vielleicht brauchst du wirklich, kommt das dann, wenn du damit am wenigsten rechnest. So war es zumindest bei mir und dass ich sozusagen mich nochmal getraut habe, diesen Schritt. Also wie gesagt, es muss auch was vom anderen Person nochmal zurückkommen, ne? Also, das ist leider bei mir so ein bisschen erst blöd gelaufen, aber hey, gleichzeitig ist es mir auch irgendwie gut gelaufen. Also, ne? Ich glaube, jeder von uns hatte mal hat mal in welchen Crush gehabt, wo man dachte, es gibt nur diese eine Person für einen oder. Aber manchmal das Leben spielt halt ein bisschen komisch mit und man muss einfach versuchen, das ein bisschen auf sich zukommen zu lassen. Okay? Also, das kann ich dir nur so sagen, wie es bei mir dann halt war. Klar würde sich das dir wünschen. Ich wünsche dir auch nur, dass es so, dass du jemanden triffst, der die Gefühle hat, wie hat und vielleicht klappt es ihm noch. Aussprachen, denke ich persönlich, ist immer das Wichtigste. Und es kommt nochmal drauf an, wie man es macht, ne? Also ihre Aussage, mit der ich da hatte, war wirklich, ja, er ist halt näher dran. Ne? Also, er wohnt halt näher dran. Das war wirklich die Aussage, wo du wirklich denkst, das ist der einzige Grund, warum du jetzt alles, was davor war, wegschmeißt und ihn ja hast. Ist scheiße. Ja, hat mich auch sehr verletzt. Ich habe auch gesagt, hab das vorhin nicht auch blöd. Ich sag ganz ehrlich, ich war auch in dieser Clique damals halt drinnen. Daher kenne ich auch zum Beispiel Mauro.
Und die meisten haben halt einfach, weil sie einfach länger schon in der Clique war als ich, mehr zu ihr gehalten gehabt, also die, die so böse mitgespielt hat und was sie auch scheiße fand, dass in dieser Clique ihr Freund auch so herzlich aufgenommen worden ist. Und ja, ich gebe ganz ehrlich zu, das war leider auch der Grund, warum ich so ein bisschen die Clique verlassen habe und noch mit Moro Kontakt habe, hatte von der Clique da. Aber Moro ist immer noch ein guter Freund von mir und ja, keine Ahnung, ob sie überhaupt noch mit dem zusammen ist oder nicht, ist mir auch egal. Ich habe Line, ich bin glücklich und mit Moro bin ich immer gut befreundet. Also. So, schauen wir erstmal weiter. So, at the From Phuket Cup, I'm Jay, the Lucas Studio Art Director. And this is my amazing wife and artist, Ying. Hi there. We are part of the creative team behind Stitch, a puzzle game about handmade embroidery. It is such a blast for us. Also ich weiß gar nicht, was bisher Leute sagen. Also ich finde die Direct ist echt super. Ich habe schon 4 Spiele, glaube ich, für mich gefunden. Together we have designed over 180 hoops for Nintendo Switch version and there are so many more to come after the game has launched. Da oben steht ein NES! Geil! The Penguin Mascot is a gamified avatar of our producer Tanin. Ich wollte gerade sagen, ein Pinguin-Maskottchen ist immer süß. Da kam Günther rein. Weißt du, so manche, du hast immer diesen einen Sache, die es over the top macht. Als du mir gesagt hast, so, ja, wir haben ein süßes Maskottchen, so ein Pinguin, denkst du so, ach, wie niedlich, ein Pinguin. Ja, ist ein gutes Maskottchen. Ist gut. Und dann kommt dieser eine Typ da rein. Our patterns are fusion of personal experience and the community's idea. The Penguin Mascot. Guck ich den süßen Pinguin. Der ist niedlich. Da denkst du so, ja. Kann ich verstehen, dass ihr einen Pinguin als Maskottchen habt. Er ist süß. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Bin neugierig. Ich würde gerne mal reinschauen. Und dann kommt er hier um die Ecke. Das ist dieser eine Kumpel, der wahrscheinlich mit 30 noch nicht verheiratet ist und in ein Pinguin-Kostüm gesteckt worden ist. So, ich meine, komm Günther, mach mal. Mach mal was Cringiges, womit wir gleich potenzielle Käuferfreude wie alles abschrecken können. Vor allem, was hat der da für ein gruseliges Gesicht? Was hat der da oben mit dem Schnabel gemacht? Das sieht aus, als ob der Schnabel abgebrochen wäre. Verdammt, Günther! Warum hast du noch so ein freudiges... der ist da oben, wenn man dich loben. Nee, ich lobe dich ganz sicher nicht. Weg. Es hat die Firma einen Image-Schaden wegen dem Pinguin-Typen. Und was ist das für ein Billig-Pinguin-Kostüm? Was ist das für ein Billig-Pinguin-Kostüm? Ich hol mir auch bald ein Pinguin-Kostüm und ich krieg was Besseres als der da. Stitch together groups of cells according to the numbers on the grid while avoiding any overlaps. Figuring out exactly where to stitch is key to completing the hoop. From roller skates and teddy bears to real life locations, there are all sorts of hoops for you to needle and noodle over. Oh, jetzt hier sah cool aus. Hoops come in different sizes, so you can take a quick break with smaller hoops or unwind with bigger ones that require more careful thought. Complete hoops in whatever order you'd like. No matter which hoop you choose, each one has the potential to offer a relaxing and calm. Ich finde das Spielprinzip eigentlich sehr nice. Ich verstehe, wie es ist. Boah, wie asozial. Wahrheit, leider so, ne? Ich muss mal kurz nachgucken, wo habe ich denn jetzt was. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie will alles klären, irgendwie auch nicht. Und ihr Freund raten, glaube ich, ihren Rücken davon ab. Warum? Klärende Gespräche betreffen immer nur die Person, ne? Warum sollte man das abraten? Also ich bin die Person, die sagt, ey, klärt es beide, spricht euch aus. Wenn euch danach besser fühlt, was hält euch davon ab, ne? AI, diese Schildkröten meiner Kindheit. Die erste Staffel, gut, aber restlich waren komisch. Deswegen könnte mein Verstand Romanzen, ne? Romanzen können auch sehr kompliziert sein, das stimmt, Miko. Und Teenage Mutant Ninja Turtles, keine Ahnung, die lief manchmal so früher auf Jetix und so, da habe ich mir mal reingeschaut, wer noch Jetix kennt, aber es ist jetzt auch für mich jetzt nicht so, dass ich sie geliebt habe.
Wir haben ähnliches Interesse, erinnern uns beide gut an Crazy Träume, verstanden uns auch in der Vergangenheit gut und alles. Und er hat halt einfach ein halbwegs gut aussehender Typ. Naja, und jetzt, also manchmal kommen halt bei, manchmal kann man nicht erklären, warum man sich zu jemandem hingezogen fühlt und warum manchmal nicht. Das ist leider so. Das ist leider das Problem. Weißt du, das ist leider, da kann man, ich glaube, irgendwie hat sich bei mir der Chat gerade aufgehangen. Ich kann, Moment, ich muss mir kurz das hier noch machen, wie kann ich euer Chat gar nicht mehr sehen? Zumindest hängen die Nachrichten gerade fest. So. Oder? Ist ADHS-Game wirklich das? Okay, doch. Naja. Keine Ahnung, also für mich ist in Beziehung auch das Aussehen ist wirklich für mich wichtig, gemeinsames Interesse und einfach, dass die Chemie stimmt. Aber jeder tickt halt anders, ne? Boah, wie asozial. Dankeschön, Fini. Also, das ist auf mich gemeint, war es, Fini. Also, mein Sozial-Crush ist mein Bestie. Aber wir beide wissen, dass wir für Digitales mehr kämpfen als für Realität. So für sie, als auch wenn es dumm ist. Leben ist voller Überraschungen. Deswegen gibt es immer Hoffnung, da die Welt meist ein Twist ist. Schön gesagt, Miko. Das Wichtigste ist, dass man verlorenen nicht hinterher rennt. Denn sonst verschwindet man die Zeit mit Schmerzen. Ja, es ist eine sehr weise Einsicht von dir, Chan, aber es ist gleichzeitig aber auch eine sehr schwere Einsicht, davon wirklich loszulassen. Ich habe damit selber auch Probleme, weil ich manche Personen hinterher traure oder manche Entscheidungen von mir hinterher traure. Deswegen, also es ist ein sehr großer Schritt, wirklich das loslassen zu können. Ich weiß, Zukunft geht immer vorne, aber Vergangenheit ist auch irgendwie so eine Sache, die einem auch gleichzeitig Sicherheit gegeben hat oder auch sozusagen auch ein bisschen mit. Also ist immer Ansichtssache. Ich finde das Pinguin-Kostüm süß. Finde ich, ich weiß nicht, warum du. Hi Markus, moin, bin neu hier. Wir schauen uns gerade die Direct an. Herzlich willkommen. Und reden so über so ein paar Themen hier nebenbei noch. Wir haben hier schon tatsächlich in der Direct ein paar schöne Sachen gesehen gehabt, wo ich sage, so vier Spiele sind dabei, auf jeden Fall für mich. Hast du die Direct auch geschaut, Markus? So. ADHS Game. True, Miko. Mit schlechten Gedanken an die Vergangenheit macht es nur selbst kaputt. Schränkt sich dadurch sehr doll ein in der Gegenwart ein. Ja, John, aber das ist, wie gesagt, das ist von dir sehr weise Aussichten, dass du es auch so sagen kannst. Ich kann es auch sehr gut verstehen. Aber deswegen bin ich ja auch gerade dran am Arbeiten, auch mit Hilfe. Weil mir fällt es leider nicht so leicht. Ich weiß, es ist immer ein Gehirn, ja, aber gleichzeitig halte ich mich noch dran fest. Das ist so ganz komisch. Aber irgendwie, ja. So, wir schauen mal. Nee, noch nicht. Also, wichtig dazu kurz sagen darf, wir sind gerade jetzt, ich glaube, ungefähr bei der Hälfte der Direct angekommen. Wir haben hier schon, oder vielleicht doch nicht so ganz, wir haben hier auf jeden Fall ein paar Spiele schon gesehen gehabt, die auf jeden Fall mich angesprochen haben. Also ich habe hier, glaube ich, so vier Games, die mich sehr gefesselt haben. Die kann ich auch vielleicht gleich hier nochmal zeigen. Und die können mir auch vorstellen, dass ich die vielleicht mit euch hier streame oder Let's Play. Mal schauen. Also die habe ich schon sehr abgeholt gehabt. Experience that you can also enjoy with touch controls in handheld mode. After completing a hoop, you can play it again in freestitch mode and recolor it to your liking. If a hoop seems too tough, don't worry, a handy hint feature can be used at any time. You can also tailor your experience with various accessibility settings. Want more of a challenge? Try the limited time daily Shikaku puzzles. These ones don't offer any hints, so you'll really need to put your thinking cap on. Hat mir mal was. Weekly hoops are also available. Hab abonniert. Vielen, herzlichen Dank, Markus. Jetzt willkommen in der Community. Schön, dich dabei zu haben. Wir werden wahrscheinlich gleich noch ein bisschen Splatoon spielen nach der Indie-Präsentation. Wenn du willst, kannst du mir gerne einen Fortschritt schicken. Wenn du Switch hast. Filled with trivia, so stitch away while learning a fun fact or two. Plus, once a weekly hoop is unlocked, it's yours to play whenever you'd like. Stitch launches as a console exclusive on Nintendo Switch later today. Ich finde schon, wie bei den Indie-Game einfach wirklich immer die Spiele meist direkt nach der Direct wie eine Demo gibt oder die Vorversion schon draußen ist.
Oh, das sieht mir wieder extrem. Ich glaube, das wäre schon zu viel für mich. Sieht aber nice aus. Ein Spiel, wo du nur im Schatten dich bewegen darfst. Die Idee ist cool. Enemy. Alter, das sieht auch fancy aus. Alter, der Strauß sieht schon ein bisschen creepy aus. Duck Detective? Ich weiß nicht, habe ich das schon gesehen? Nee. Ich glaube, ich habe irgendein anderes Detective-Spiel letztens im E-Shop gesehen. Trainer-Set. Das Kram-Game gibt es aber schon länger. Das habe ich aber schon mal gesehen. Hey, Splat! Leon, ich bin wahrscheinlich Kaninchen und Bär, so wie es bisher aussieht. Was wir tun, gleich nach der Indie Direct, Miko. Aus Steam World sagt mir noch was vom, sag mir was vom Namen her. Corroding the metal limbs and mechanical hearts of its robotic denizens. Now, it's up to you to explore the great sea and discover why this once essential resource has become a nautical nightmare. Kommt, wenn man dich abonniert, auch ein Abo-Alert. Normalerweise sollte es so sein, Markus. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe leider gerade mit meinen Streamlabs ein bisschen Probleme. Weil, ich weiß nicht warum, es ist... Ein Update habe ich reingehabt und es funktioniert nicht mehr alles so, wie es sollte. Eigentlich soll es so sein und normalerweise soll es auch so sein... wenn eigentlich ein Dings da ist, wenn du es auch, du musst es auf YouTube auch öffentlich teilen, dann sollte eigentlich ein Alert kommen. Ja, Leon, von dir habe ich gerade den Nachricht bekommen, dass du auch einen abonniert hast. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich versuche das am Wochenende mal nachzureichen. Also ich werde da wahrscheinlich zum nächsten Stream am Wochenende nochmal alles überarbeitet haben und ich glaube, man kann rückwirkend auch nochmal einen Sound Alert machen, dann mache ich es da nochmal. Tut mir leid, dass es gerade nicht funktioniert. Ich habe wirklich seit dem Update letzte Woche hat Streamlabs irgendwie bei mir komplett die ganzen Sound-Alerts und alles rausgekickt. Ich muss das jetzt noch in Ruhe überarbeiten, aber es kamen einige Sachen noch dazu. Also jetzt, seit letzter Woche Freitag kamen einige Sachen leider blöd hinzu und deswegen, ja. Aber wir machen gleich ein bisschen Splatoon und das mit Abo-Alert hol ich am Wochenende nach. Shoot and let those bullets bounce. This time around. You can explore the world map and engage in real-time naval combat. Equip your submarine with a variety of weapons and items, then line up your shot to blast baddies. You can even befriend steambots along the way, recruit them to your cause, and embark on an epic voyage together. As you get to know, Kenyon, geht's dir gut soweit? Schön, dass du mit dabei bist. Plus, with the new job system and in-depth character. Ich merke schon, Bärchen scheint am meisten beliebt zu sein. Ich gehe wahrscheinlich Bärchen und Kaninchen einfach rein. Und deshalb, wenn du Kaninchen supporten könntest, wäre super. Ehrenvolle Aktion von dir, Leon. Sorry, ich bin ein bisschen lost, was ihr eben gesagt habt mit Splat. Ja, sorry. Mein Hirn ist heute ein bisschen matsch. Sorry. That's all for today's Indie World. We hope you enjoyed the games in today's showcase. A big thank you as always to our indie community and partners for bringing their experiences to Nintendo Switch. Until next time, happy gaming! Also ich sag ganz ehrlich, Indie Direct ist für mich eine, eigentlich muss ich ja schon wirklich sagen irgendwie eine 9, eigentlich so 8,5 von 10. Sag ich ganz ehrlich. Also es waren viele Spiele für mich dabei und die Spiele, ich kann dir mal kurz zeigen, ich habe, wie gesagt, ich will mit zwei Accounts machen. Ich bin wahrscheinlich Bärchen und Kaninchen. Kaninchen auf jeden Fall.
Die Frage ist nur, mit welchem Account. Ich denke mal, mit dem Account, wo gleich die meisten hier sind, werde ich dann vielleicht dann mehr Bärchen gehen und Melina mehr Kaninchen oder. Ich muss mal schauen. Also, ich kann auch Kaninchen kommen. Ich hätte auch nichts dagegen gern mit Kaninchen. Habe ich auch kein Problem mit. So. Also, welche Spiele mich interessieren so ein bisschen. Also, ich sag mal hier so dieser Cat-Simulator, dieses Cat-Spiel. Sieht schon lustig aus. Also, Interesse zu diesem Cat-Spiel ist auf jeden Fall bei mir da. Was ich mir aber definitiv holen werde, so wirklich definitiv, definitiv. Das ist hier schon was definitiv. Ist wirklich das Spiel hier. Also, ich sag ganz ehrlich, das hole ich mir sowas von. Weil ich ein riesengroßer Shantae-Fan bin. Und ich mag gern so Metroidvania-Spiele. Bin auch Kaninchen stark, Markus. Ich sag ganz ehrlich, das will ich mir auf jeden Fall holen. Ich meine, einfach kam ja mit der Einspielung. Also das will ich mir auf jeden Fall holen. Ich meine, das ist von den Entwicklern von Shantae und ich liebe die Shantae-Reihe wie sonst was. Und Metroidvania fand ich auch mega nice. Ich will mir das Zelda und Genshin Game holen. Das sieht auch, das hatte für mich auch großes Interesse geweckt. Also das auf jeden, also das will ich mir auf jeden Fall holen. Das mit Katze bin ich am Überlegen. Das will ich vielleicht mal auf die, auf meine Liste setzen. Dann noch Anton Blas. Da gibt es eine Demo von, die werde ich wahrscheinlich morgen aufnehmen und euch am Wochenende mal so ein Reingeschnupper euch zeigen. Wenn mir das aber gut gefällt, können wir auch vorstellen, das zu holen. Ich meine ganz im Ernst, es sieht aus wie Wario's Vater. Es ist schnell und erinnert mich an die Wario Games, also. Das holt mich auch sehr ab. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist Anton, aber ich verstehe immer Anton. Und ich glaube, wenn ich das Spiel, ich werde so anders hart verkacken, weil ich absolut kein, ja, bis auf Sonic Games nicht wirklich Reflexe habe. Ich muss noch jetzt gehen. Guten Abend euch noch. Danke, Simply wünsche ich dir auch. Sei nicht traurig und wirklich, ich hoffe, vielleicht konnte ein bisschen meine. Wie das mein Erlebnis bei dir ein bisschen helfen. Ich wünsche dir natürlich aber trotzdem alles. Drück dir Daumen, vielleicht passieren doch noch Wunder, man darf hier nie aufgeben und deswegen. Ja. Ne? Und wenn du Kummer hast, du kannst dich hier jederzeit gerne austauschen. Ne? Ich höre dir immer gern zu und ich kann dir nur immer so wie so aus eigener Erfahrung berichten oder ich hoffe aber, es hilft vielleicht ein bisschen. Ne? Fühle ich auf jeden Fall geknuddelt. Es wird schon. So, kann man mitspielen? Na klar kannst du mitspielen. Also, es ist einfach wirklich schön gesagt, Leon. Wario x Sonic. Also, bei Wario ist ja sehr viel Wario-Mechanik, aber wirklich von der Schnelligkeit ist es Sonic. Sei ganz ehrlich. So. Was gibt's noch so? Und dann hier noch dieses Spiel, was mich. Ich sag ganz ehrlich, das Spiel hat nämlich wirklich ein bisschen an Zelda trifft mit Genshin Impact gemixt. Es hat mich wirklich an beides. Ich meine, das können einfach die Valiants Ruin sein aus Genshin. Und gleichzeitig hat mich aber auch ein bisschen das einfach an Zelda. So, vielleicht. Ich meine, das können beides sein, Zelda und Genshin. Das hier nämlich an die Yharnam ein bisschen, das könnte aber auch hier dieser in, wie man auf dem BOTW auf dem Weg zu Kariko war, die Zwillingsberge. Wie hießen die nochmal? Also es sind beide Aspekte da. Sogar ein bisschen erinnert mich das sogar ein bisschen an Dragon Ball, wenn ich ehrlich bin.
Ich bin nicht Leon, sorry, siehst du, ich bin heute einfach durch, sorry Leon. Kleine Leon ist Leon, der ist blind, sorry. Nee, aber ich glaube, das ist auch so ein Spiel, das könnte ich mir auch vorstellen, mir mal zu holen. Es sieht wirklich viel zu erkunden aus und ey, man kann springen. Was ich mega wichtig an der Game finde, dass du springen kannst. Ich find's komisch, wenn du in Springen nix... Also wenn du in Spielen nicht springen kannst, das ist wirklich irgendwie komisch bei so einem Erkundungsspiel. Sag ich ganz ehrlich. Wenn du mir ein Spiel gibst zu erkunden, ist es komisch, wenn du nicht springen kannst. Was ich aber auch nur das Gefühl habe, ist, dass tatsächlich viele Erkundungsspiele mittlerweile auch gar nicht mehr schwimmen kannst. Das finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Und hier Cat Quest ist ja, glaube ich, auch bei vielen Leuten beliebt. Also zumindest kenne ich viele, die Cat Quest schon mal gespielt haben und sich geholt haben. Sage ich auch ganz ehrlich, Cat Quest ist auch so ein Game, da könnte ich mir auch vorstellen. Also Cat Quest 1 und 2 ist schon häufiger im Angebot, da würde ich den dritten Teil mir wahrscheinlich auch mal irgendwann holen. Ich meine, es sieht ja auch schon echt fancy irgendwie aus. Aber ich müsste erstmal 1 und 2 spielen, aber ich wette, es ist bestimmt auch mal im Angebot irgendwann. Und dann hole ich mir das auch. Also Cat Quest, sehr wahrscheinlich, dass ich es spielen werde und mir holen werde, aber ja. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, sofort. Also das sind so meine Games, die ich auf jeden Fall sage. Von diesem Wario trifft Sonic Game, das will ich auf jeden Fall mal erstmal mir in die Demo zocken. Dieses Europa sieht auch ganz cool aus, können wir auch vorstellen. Katzen können wir auch vorstellen, aber Yes Rising auf jeden. Das hole ich mir sowas von auf jeden. So. Genshin! Genshin spiele ich immer und dann höre ich dann wieder auf. Dann beginnt alles wieder von vorne. Ja, Genshin ist hat mich. Ich zock's immer noch, aber ich zock's auch momentan nicht. Also. Doch, ich zock's, aber ich zock's nicht wirklich, sorry. Okay. Gott, da kackt meine Stimme doch ab. Okay, dann lasst uns jetzt Splatoon spielen. Ich nehme die Freundschaftsumfragen an. So. Da seht ihr meinen... Ich weiß übrigens für alle, die einen Desktop-Ordnungsfetisch haben, es tut mir leid, wie mein Desktop aussieht, ihr müsst damit leider leben. Ich habe schon manche Leute zum Wein gebracht gehabt, die meinen Desktop gesehen haben. Da ist einfach überhaupt nichts sortiert, aber okay, das ist halt, ja, so sieht mein Desktop aus, okay? Ich weiß, schockierend. So, oh, ich kann eigentlich die Headset abnehmen. Oh, meine Ohren. So, schauen wir mal. Ja. Ich habe die FA geschickt, ich nehme sie auch sofort an. Damit wir auch gleich loslegen können. Ich weiß nicht, soll ich das Bleibschritt nehmen? Also, je nachdem. Mein Ausdrucksfetisch sagt nein. Ich weiß, es gibt immer Leute, die ich damit wahrscheinlich abfacken werde. Aber, yo. Es ist so, wie es ist. Ich bin ein Vollchaot. Ich meine, hey, ich habe mir Cat Quest erst letztens. Habe ich mir erst vor ein paar Tagen im E-Shop geholt gehabt, weil es, glaube ich, nur 3 Euro gekostet hat. Also, und ich habe Cat Quest 1 schon. Ich muss eigentlich Cat Quest eigentlich mal durchspielen und dann so nach. Und ja, ich habe mir auch 2 Lego-Spiele geholt, die recht billig waren. Die können wir vielleicht auch mal im Stream machen. Ich hätte mal, wie wir Bock auf so ein Lego-Teil. Ich weiß nicht, ob die gut sind, aber die haben nicht viel gekostet, deswegen, well. Aber ist nicht schlimm. Naja, du musst dich auch nicht wiederfinden, wenn ich jetzt sage zu dir, Leon, ich brauche ein paar Sachen, kannst du mal danach gucken? Ich glaube, dann wirst du die Krätze kriegen. Wie ich sorge, geh mein Dokumentenordner unter, weiß was ich was, Rahmen, Dokumente, Bilder, Rohfotos. Oder weiß was ich was, ich glaube, du wirst immer so die Krätze kriegen. Lego Marvel sind sehr toll, pure Kindheit. Ich hoffe, das ist gut. Also ich hätte mal auf jeden Fall Lust dazu. Wir haben es nur der Teil, der da war. Deswegen will ich mal gucken. Und bei Lego Ninjago war es das Ding so, ich habe das Spiel tatsächlich auch für PS4. Ich mochte tatsächlich die Lego Ninjago Serie wirklich sehr, sehr gerne, bevor es so aussah, wie es jetzt hier in dem Spiel aussieht. Also irgendwie so 7 Staffeln davor habe ich Lego Ninjago tatsächlich aktiv geguckt. Mit Moro übrigens geile Staffel. Wer weiß, von wem ich meine. Hab mir das Spiel geholt, aber ich konnte nie weit spielen, weil das Spiel ab
eine bestimmte Szene tatsächlich mir immer abgestürzt ist. Und ich hatte, wie gesagt, eine physische Version gehabt. Ich konnte das nicht spielen. Deswegen dachte ich mir so, für 5 Euro kannst du dir das mal holen. So. Also, Fini. Dann weiß ich ja, wer mir dann zuschaut, wenn ich das spiele. Aber wirklich, Leute, ich freue mich megamäßig, dass ihr mit am Start seid. Vielen herzlichen Dank für alle neue Community-Mitglieder, die ich hier begrüßen darf. Vielleicht kriegen wir bald 500 Abos hin. Ich gucke gerade mal, ob ich vielleicht irgendwie nach... Ob ich vielleicht... irgendwie das nochmal rückwirkend kriegen kann. Dass ihr vielleicht doch was abspielt. Mein Gott. Streamlabs hat sich aber auch irgendwie verändert, weil ich jetzt mich auf der Seite anmelde. So, eigentlich müsste ich jetzt alle Freundschaftsfragen angenommen haben. Ich guck mal. Alertbox? Ja, hier bekommen wir schon ganz mögliche. Da, Frühlingszeit, die knuffigste Zeit. Blaum ist Traum, aber zarter, süßer und mummeliger als ein Kaninchen geht nicht. Kaninchen, ich bin Hasenpapa, ich hab zwei Kaninchen, das muss eigentlich Kaninchen sein, nicht Bärchen. Dann habt ihr mal mit einem Bärchen rumgeknuddelt. Kaninchen ist das Süßeste, was geht. Für mich zumindest, aber gut, okay. Jeder hat seinen Geschmack. Das Gute ist, ich habe zwei Accounts und kann deswegen... So, ich... Probier mal, kann ich das kurz refreshen? Geht das? Oh, Alter, es gibt eine Ringermaske! Wir müssen mal irgendwann Salmo wieder machen. So, ich schau mal eben kurz. Da. Okay. Hier hast du einen Alert. Leon, für dich kann ich deinen Alert geben. Weil du, dein Abo öffentlich teilst. Deswegen kann ich das abspielen. Markus, du musstest leider deine Einstellungen, deine Abos öffentlich teilen. Dann könnte ich dir auch einen Alert bei dir machen. Aber Streamlabs sagt mir nur an, yo, nur die Leute, die ihre Abos öffentlich teilen, werden hier abgespielt. So. Okay, damit das auch schon ist, mal wieder gefixt. Schon nach 3 Jahren bestimmt. Alle 3 Teams sind mega süß, um ehrlich zu sein. Ja. Ich meine, hast du mal so, die kleinen Küken sind wirklich niedlich. So Hühner, so kleine Küken sind wirklich Zucker. Vor allem, wenn du auch mal eine, ich sag mal, welche auf dem Arm hatte, so in der Hand hast. Jetzt ernsthaft, wenn du wirklich mal auch ein Huhn, ein richtig ausgewachsenes Huhn mal in der Hand hattest, also im Arm hattest, so. Hühner sind so anders flausch. Sag ich ganz ehrlich. Huhn ist mega. So. Wie kann man das einstellen? Oh, das muss irgendwo in den Einstellungen stehen. Team Kaninchen wäre meine letzte Wahl, aber Bärchen auf die erste. Ich sehe schon, ich muss wahrscheinlich... Ah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die meisten haben gar nicht meinen Twitch-Account. Ich glaube, dann müsste ich dann wahrscheinlich auch in den YouTube-Account reingehen. Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Ich guck mal am besten. Ich krieg mir einfach nach, wer dann da ist, in welchen Account ich wo reingehe. Ich glaube, Miko und Chan haben, glaube ich, meinen Twitch-Account. Also Chan auf jeden Fall, Miko, glaube ich, auch. Aber ich schau mal gleich. So. Ja. Ich hätte mal Lust auf eine andere Maps. Was ist denn da gerade? Die und. Ah, die beiden Maps hatte ich erst letztens gehabt, als ich Splatoon 1 gespielt habe. Ich bin gerade überlegen, welche Waffe würde ich denn für ein Splatfest spielen? Am meisten mag ich. Den Wischer brauche ich eigentlich nicht für die Übung. Da baller ich eigentlich so rein.
Ach komm, ich nehme mal die. Ich habe auch deinen Twitch-Account schon. Okay, Leon, du hast auch schon. Wir kriegen jetzt irgendwie hin. Ich guck mal. Es geht ja nur darum, ich muss ja mit dem Twitch-Account muss ja irgendwie rein. Also. So. Ich gehe mal in den Raum rein, hier zu join mir einfach nach, ne? Weil ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu wenig, um wirklich privat zu machen. Privat wäre auch geil, weil ich finde, privat lohnt sich immer erst, wenn du 4 gegen 4 hast. Das müsste eigentlich Nintendo auch mal einführen. Dass du wirklich, dass wir nicht wie bei Mario Kart das Computer sozusagen mitspielen können bei Splatoon. Achso, ich habe Team gemacht, ne? Wir können auch gerne Teamrunden machen, habe ich auch kein Problem mit. Wir können ja mal gerne mal Teamrunden machen, um zu gucken, schon mal als Team warm zu spielen. Jetzt habe ich Teamrunde gemacht. Komm, lass mal so 3-4 Runden Team machen und dann machen wir alle gegen alle und versuchen mal einen Raum für uns einzunehmen. Okay? Nimm Knallschwapper! Ich habe, glaube ich, den geholt, aber nie gespielt. Kann ich gleich mal machen für dich, Miko. Schaden mit seiner Ordnungswaffe. Ich muss ihn DLC noch zu einer aufnehmen mit Line. Ich sag ganz ehrlich, wenn du eine Woche lang flach lagst mit Bronchitis und eine Woche lang mit Bindehautentzündung und du wirklich gar nichts sehen kannst, dann ist es ein bisschen scheiße. Aber werden wir uns wahrscheinlich am Wochenende ransetzen. Jetzt rennen wir die einfach, so muss das. It's full! Pikmin 4 auch! Ich bin ja gerade schon bei jeden Tag gerade hier nach und nach Videos abzuarbeiten. Die ich auch vorher noch hatte, damit wir mal wieder Speicherplatz haben. Konnte nichts sehen! Anni! Bist du wieder fit? Na, welches Team nimmst du beim Splatfest? Wahrscheinlich mit einem Account Team Kaninchen, mit einem Account Team Bärchen, Anni. Also ich muss als Hasenpapa, muss ich Team Kaninchen supporten, das geht nicht anders. Lied und ich werden wahrscheinlich so anders Team Kaninchen rocken. Moin, Anni. Markus, du kennst Anni? Mein Auge ist ja auch noch etwas gereizt. Ja, Lina hatte ja auch eine Benautentzündung. Ey, aber schön, dich hier wieder zu sehen, Anni. Darf ich das so richtig in der anderen verstehen, dass es dir wieder besser geht? Wer heute nicht... Ich habe sogar heute noch an dich gedacht gehabt, Anni. Aber heute war der Tag leider ein bisschen wild. Spätestens morgen hätte ich dich mal wieder angeschrieben und gefragt, wie es dir bei dir ausschaut. Es wird besser. Du bist mein erster Stream seit der Krankheit. Und dann tust du diesen Nido-Wahnsinn an. Ich habe eben noch schon auf die Direct, also auf die Indie-Game Direct gehabt, die mich ehrlich gesagt, also ich bin hyped. Aber ich sag ganz ehrlich, heute ist mir so ein Badgefühl bei mir. Bin auch zu ist böse und so anstehen, gute Besserung. Du, Anni, ich musste ins Krankenhaus. Zur Notaufnahme an einen Sonntag, weil ich nichts mehr sehen konnte. Und wirklich meine Augen so gereizt und getränt waren und angeschwommen waren, das war echt unschön. Ich merke schon, mein Team hat hier Spaß im Spawn der Gegner. Wenn wir so das Splatfest rocken, dann habe ich keine Zweifel, dass wir einen 100er Kampf hinkriegen. Ach ja. Oh, das ist aber super süß, dass ich der erste Stream hier bin, Anni. Alter, ich habe einfach nur zwei Titel, weil ihr anderen so gerockt habt. Und Bro fürs mit Chan. Ich sag ganz ehrlich, mit Chan Bro zu sein ist mega cool.
Weil Chan einfach so anders gut ist. Alter Falter. Wer ist hier, hier ist? Wer von euch war hier ist? 15 Kills, Heidewitzka. Also Knallschwapper wollte ich ja gleich noch nehmen, richtig. Respekt. Oh, Anni, wir haben hier die 469. Bist du schon, geht's dir schon so gut, dass wir hier 69er-Witze reißen dürfen, Anni? Bist du für 69 wieder fit? Ich bin das, ich war Yoshino. Ah, das ist klar. Ja, das ist ja manchmal, in Splatoon heißt man ja manchmal ein bisschen anders als in, Dings. Als in, auf der Switch. Hätte ich schon manchmal gehabt. Aber wild, ey. Heidewitzka, ey. Die haben Gegner. Ich muss aber gestehen, die Ordnungswaffen finde ich tatsächlich ein bisschen hässlich. So rein, nur so normal weiß finde ich ein bisschen doof. Schade, dass man die nicht irgendwie sein könnte. Das wäre auch mal wild. Meine Lieben, stell dir mal vor, ihr könnt Waffen designen. So mit Sticker oder so. Das wäre cool. Bombe war gut. Nur ich habe mich dumm angestellt. Darf ich auch mitspielen oder soll ich nicht? Doch, du darfst mitspielen, Moritz. Ich bin jetzt. Ich bin doch aus Versehen in eine Teamrunde reingegangen mit Raum. Wir können gleich gern. Ich kann gern gleich irgendwo reingehen und ihr joint mir einfach nach, wenn ihr überhaupt habt. Wir machen eben nur so 3 Runden hier mit meinem Team. Um zu gucken, ob wir jetzt Team viben und dann machen wir gleich gerne. Dann gehe ich irgendwo rein und ihr joint mir einfach nach. Wir nehmen einfach einen Raum für uns online an. Okay? 96 ist gut. 69 immer gut. Gefällt dir aber Dave mehr als mir. Interessant. Dave wirkt immer so unschuldig. Dass Dave mal wirklich schlimmer ist als du, Anni. Also wie ich ganz ehrlich bin, wenn wir zu vier, der Domi, du, ich und Dave in einem Stream sind, ne? Dave wirkt immer eigentlich am unschuldigsten. Deswegen bin ich doch ein bisschen überrascht. Ich sag ganz ehrlich, wenn wir so die Teams dominieren hier. Wir dominieren gerade echt ein bisschen stark die Runden, kann das sein? Die Gegner tun mir gerade ein bisschen leid, ey. Alter! Hey, Pokestar! Schön, dich hier wieder zu sehen. Wie geht's, wie steht's? Ich glaube, weil beim letzten Mal es nicht funktioniert hat. Na? Da, Pokestar. Du kriegst auch nochmal deinen Alert nachträglich. Stimmt, er ist schlimmer. Der wirkt so unschuldig, der wirkt nicht schlimmer. Ich meine, wir sind ja alles alte Hasen. Dave ist unser Küken. Und Dave wirkt eigentlich nicht so. Für privaten Raum könnte man auch gerne machen. Ich weiß, also mir gleich, was wir gleich machen. Ich kann doch irgendwo reingehen und wir können gerne online ein bisschen spielen. Da könnt ihr noch Ausrüstung verbessern oder ein bisschen hochleveln. Können wir so machen. Wir können aber auch gerne privat machen. Was für kurze Zeit. Dieses Season Top 500 in den X-Kampf. Aber leider da viel verloren. Echt heftig, Respekt.
Dave ist schon süß. Ja, Dave ist auch ein Süßer. Aber Dave wirkte eigentlich, ich sag mal, von uns allen eigentlich am unschuldigsten im Video. Zumindest denkt man das, aber okay, vielleicht weiß Annie mehr als wir. Wenn er sagt, er ist schlimmer. Jetzt haben wir einen Gork im Team. So, wir machen ihm noch die Runde und dann können wir gerne gucken, ob... Wie viele werden wir überhaupt? Wir hätten gleich eigentlich alles Lust mit. Lass weiter Revier, ist lustiger. Ja, bei Revier kannst du wenigstens noch ein bisschen den Katalog voll kriegen, ne? Revier kriegst ja wenigstens noch ein bisschen Katalog voll. Ich will auch eigentlich... Ich habe noch nie geschafft, einen scheiß Katalog voll zu kriegen. Also eigentlich wäre Katalog vielleicht ein bisschen besser. Wie viel werden wir denn überhaupt? Dann lieber Revier. Mir geht's gut, ich hatte vor kurzem Prüfungen gehabt. Und wie lief's? Wie liefen deine Prüfungen? Ich habe schon von euch ein paar freudige Nachrichten bekommen. Die eine hat, Miko hat zum Beispiel einen Führerschein bestanden gehabt mit Prüfung. Manche liefen die Abitur oder die Studienprüfungen ganz gut. Die Leute, die immer nach der einen Runde 1 vs 1 mit mir snipen wollen. Like, ihr seid nicht besser, wenn ihr mein Futter seid. Ich sag euch ganz ehrlich, wer mit Miko snipen will, viel Spaß. Miko kann mich zum Wein bringen, wenn sie sniped. Und das nach sehr schnell. Sie braucht nicht lange, um mich zum Heulen zu bringen. Meine neue Testphase ist noch aktiv. Ich könnte theoretisch mitspielen. Ja, wenn du Bock hast, würde mich sehr freuen. Pokestar, ich hoffe, sie liefen gut. Erwischen wird schon bestimmt super gewesen sein. Yep, sehr gute Noten gehabt. Sehr schön. Ich war ja immer so der Typ, der früher wirklich, wenn Noten, also wenn schulisch was anstand, der wirklich immer echt reinschwitzen musste. Also beim Lernen. Ich snipe dich im Splatfest. Ah, ich hoffe, das bräuchst du nicht, Leon. Miko kann wirklich gut snipen. Also, sie bringen mich auf jeden Fall dazu, dass ich keine Lust mehr habe, wenn sie im generischen Sniper-Team ist. Vielleicht sieht man es gleich mal. Boah, die hocken gerade zu sehr aufeinander. Ich würde mit Zusammenspielen Musik anmachen müssen. Du kannst ja alles an Musiker machen, wenn du willst. Wie gesagt, ich... Kannst du nebenbei Musik anmachen, wie gesagt, wenn du vielleicht ein bisschen besser spielen kannst. Aber wir wurden ja richtig hier zerstört. Also manchmal ist Aim gut und manchmal ist Aim Dogshit. Sag ganz ehrlich, warum bereuen? Wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe Respekt für Miko und ich hatte sie mal 3 Runden, glaube ich, gegen mich gehabt als Sniper. Ich hatte echt keine Lust mehr gehabt. Weil Miko gefühlt mich ja dauernd nur als Zielscheibe genommen hat. Da sehe ich aber jetzt mehr Bärchen. Naja. Nee, aber Anfang den Hydranten zu mainen. Oh ja, warum nehmt keine Gatlings? Ich mag keine Gatlings. Ihr habt gerade gesehen, wie Gatlings auf mich wirken. Ich bin nur gestorben. So. Ich gehe eine Runde rein, ihr joint einfach nach und dann machen wir das, kriegen wir das hin. Bin leider nicht mehr so gut wie früher mit dem Spiel. Keine Sorge, Finny, ich bin nicht besser geworden. Also, Finny, ist es wie bei Mario Kart, ne? Ist es bei uns wie mit Mario Kart? Mach dir keine Sorgen, ich bin auch nicht besser geworden seit früher. Nee, Moment, ich will doch irgendwo reingehen, aber ich bin gerade blöd. Ich bin gerade so blöd, um meinen vernünftigen... Siehst du, ich bin schon so im Splatfest und möchte mit euch Team machen. Dass ich es nicht hinkriege, irgendwo rein zu joinen. Es läuft schon mal sehr gut hier. Hey, was ist passiert? Wie konnte ich ihn verlieren? Naja, die Gatling-Spieler haben mich gerade sehr obs genommen. Ach.
Ja, das eine Mal habe ich auf jemanden anderes gezielt und du bist einfach meine Zielscheibe gelaufen. Weißt du, du ziehst so schon woanders hin und trotzdem triffst du mich. Ja, das ist so. Ja, ist auch selber schuld, Nilo. Warum läufst du noch da rein? Vielleicht wollte ich einfach auch jemand retten. Ja, ich versuche mein Bestes zu geben. Nehmen wir einfach gleich einen Raum vor uns, eine passt das. Nico, Nilo fühlt sich von dir vernachlässigt. Ich wollte dein Ziel sein. Ich hatte nur Annie in Zug, Annie. Da habe ich mich ein bisschen vernachlässigt gefühlt. Aber jetzt bist du ja wieder hier, freut mich. Der sie auch mich gestürzt hat. Die Anziehung ist zum Laserpointer. Ich bin vielleicht wie eine Katze. Wie kannst du beschäftigen mit einem Laserpointer? Und Schirm. Schirm hasse ich auch wie die Pest. Hi Florian, wie geht's dir? Was ist das Thema für das nächste Splatfest? Ich glaube, grob kannst du sagen, was das Niedlichste ist. Ob ein Bärchen, Kaninchen oder ein Küken. Kann man das so sagen? Ich glaube, ja. Ich glaube, am Niedlichsten trifft es am meisten hin. Als Hasenpapa natürlich Team Kaninchen, aber weil viele von euch auch Team Bärchen sind, wahrscheinlich auch Bärchen mit. Ey, ich hasse Schirmspieler. Also wirklich, Schirmspieler hasse ich noch mehr als Gatling Gun Spieler. Schirm ist einfach nur widerlich. Vor allem, wenn du keine Granaten hast, ey. Nico hat mich schon längst getötet gehabt. Schlechter Sniper. Wie findest du es gegen Nautilus, wie die so toll? Nautilus ist für die Sniper, die, die wirklich einsteigerfreundlich ist. Küken, Teddy oder Hase, uff. Und mein Meerschweinchen? Na, Meerschweinchen kannst du auch ungefähr Thema Kaninchen ansehen, Ani. Meerschweinchen sind auch Zucker. Du musst mal Fotos von ihm machen. Ich kenne ihn gar nicht vom Sehen. Ani, mach mal Fotos vom Meerschweinchen. Und schick sie mir. Haben wir jetzt gewonnen? Ich glaube ja. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Onkel Jeff, ich bin immer noch derjenige, der sagt, mein Name ist Jeff. Ganz altes Legende. Team Bär, Teddy. Oh, warum, Mann, was habt ihr alle mit Bärchen? Ey, ich sehe schon, ich muss Team Bär nehmen einfach hier mit dem Account, damit ich mit euch zocken kann. Bitte geht doch immer Team Kaninchen rein. Jawollo, Alter, ist das eine Runde. Da hat Miko schon die ihre schönen weiße Sniper ausgepackt. Miko, du bist doch wahrscheinlich als erstes mit der Sniper reingerannt gehabt im Turm der Ordnung, oder? Aber einmal kam mein Aim gut rein, als Mozart zugehört habe. What? Supporter! Safe mit meinem Aim danach in die Runden wieder Dogshit sein. Ich wechsle gerne zu gelben. Gelön. Ach. Wie du versuchst, Held zu spielen. Was? Ich und Held? Ich bin wieder raus. Viel Spaß noch. Alles klar, Alex. Dankeschön, dass du mit rumkommen bist. Ich habe mich sehr gefreut gehabt, dich zu lesen hier. Und schön, dass du auch auf Discord schon aktiv bist. Fühl dich geknuddelt. Sorry, dass ich die letzten Tage jetzt nicht so... Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber...
Tatsächlich gibt es momentan auch nicht so gut nach ihm bei mir. Man kann nicht, ich bin ganz ehrlich, ich bin momentan jetzt nicht so aktiv auf Discord, weil ich gerade selber momentan viel noch mit klarkommen muss und auch tatsächlich noch so viel auf dem Deckel habe. Ich freue mich wirklich, dass du, schön, dass du mit dabei bist. Danke dir für den Support. Ich glaube, ich habe dir noch nicht. Stimmt, ich habe dir auf den Kommentaren nicht geantwortet. Mache ich nachher noch. Das ist Anivir mit Samt. Ja, das Team, was auf jeden Fall dabei ist, ist auf jeden Fall böse. Migo, du hast jetzt die Chance dazu. Zeig, was du kannst. I choose you. Mut hat aber auch gerade was da auf ganz mit. Kein Ding ist bei mir genauso. Ach. Ich hoffe, wie gesagt, nur mit denen, ne, gerade, dass du selber viel auf Deckel hast und nicht, dass du auch irgendwie krankes Tier hast. Das ganz im Ernst krank ist. Wenn jemand, wenn wirklich ein Tier von jemandem krank ist, ey, das ist als Tierbesitzer leidest du so mit. Das ist das Schlimmste, was du einem antun kannst. Das war ein stylischer Kill. Leon, das war wirklich ein stylischer Kill. Da ist so viel Profi ausgesucht, geht niemand random generiertes Stuff. Jan und Leon in ein Team zu haben, ist aber auch wirklich böse. Ich wurde von random getötet, das gibt's ja nicht. Katze auf dem Fernseher. Das sind Katzen. Ich schmeiß sie wahrscheinlich auch gleich in den Blumentopf runter, wenn die Katze aus dem in die Spiel. Wir haben schon einen Disconnector in der Runde. Hi Kiki. Da ist schon einfach jemand disconnected, weil einfach ihr so schlimm seid. Da kann man die Runde nicht zählen. Aber disconnected war keiner von euch, oder? Die haben meine Docking Station runtergeschmissen. Oh nee. Ihr sagt doch, Katzen schmeißen alles runter. Da muss doch jetzt ein Random gewesen sein, der einfach wirklich gerade den Rage Quit wegen euch gemacht hat. Schämt euch. Nee, Miko war das. Also. Ja gut, okay, wenn Katze das gemacht hat, ja gut, das erklärt dann so einiges. Alter, war ich schlecht. Du hast ja auch keine Ahnung, wie lange ich gespielt, Schwiddy. Das ist ja auch kein Wunder. Ich gehe jetzt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Stream. Noch bis bald. Alles klar, wo ich danke dir. Schön mit dabei gehabt zu haben. Wir sehen uns sonst. Ich bin spätestens am Wochenende live im Splatfest. Würde mich freuen, mit euch mit dir mitzuzocken wieder. Wir machen aber auch andere Sachen bestimmt am Splatfest. Wir haben noch das Peach-Spiel, was wir da spielen müssen. Also ich versuche das Peach-Spiel am Freitag zu streamen. Warum sind Leon und Shan immer in einem Team? Warum bin ich nur mit Murit im Team?
Moritz! Du hast die Arschkarte! Ich liebe das Matchverteilung in Splatoon, das ist so super gemacht. Matchmaking ist on point in diesem Game. Alter, der Kill war richtig böse. Heißt aber das? Ich würde zwar nicht mitspielen, aber ich habe das. Pokestar, wir kriegen bestimmt auch irgendwie ein anderes Game noch hin, dass wir am Wochenende was zusammen zocken. Ich will nicht nur Splatoon machen, keine Sorge. Ich würde mich ja so schlecht fühlen, wenn du nur zuschauen kannst. Wir schauen mal. Irgendwas finden wir schon. Ist am Wochenende eigentlich ein Raid? Wieder ein besonderer? Ist am Wochenende ein 7-Sterne-Raid? Sonst können wir da noch überlegen, auch mal wieder mitzumachen mit Chans Hilfe. Lucario, aber nur mal rechts, linke sitzt die Wunderkatze. Oh. Das ging so scharf an mir vorbei. Da hat Fini mich erwischt, ganz in alten Tagen mäßig. Das war aber auch gemein! Voll aus der Seite rausgeschossen. Das sah irgendwie so aus, ob du reingerückt hast. Du kannst eigentlich nicht mit einer Auto los. Moritz, wir haben uns gut geschlagen dafür, dass wir nur zu zweit waren. Ich weiß gar nicht, wie du es gemacht hast. Das war wirklich so ein. Ich habe kein einziges Mal die Ulti vollkriegt, lol. Habe ich was anderes? Moment, da war was anderes. Wow, ich war sogar am schlechtesten. Bei mir sind alle, sind sie geil aufs Essen, wenn ich nur das E erwähne. Essen ist aber auch super. Ich habe heute wieder meine rote Sägesona gezeichnet. What? Macht meine zum Glück nicht. Die nervt nur, wenn ich sie gestreift werden will. Das sind wundervoll. Hätte ich ja auch gerne wieder eine. Ist jetzt gerade Moritz ist raus. Moritz, alles gut. Lilo, wann hast du heute für Socken an? Ah nee, ich habe eine ganz erotische Socke an. Ich habe zwei schwarze Socken an und eine hat so ein richtig dickes Loch. Das Loch ist größer und breiter als eine Gurke. Willst du sehen?
Nee, ohne Witz, ich habe heute wirklich meine Socke kaputt gekriegt. Ich hab so, keine Ahnung, so Socken mal geholt gehabt mit 20er-Pack. So schwarze Dinger. Und ey, die sind wirklich komplett. Naja. Schaut dein Zeh raus? Nein, das ist mein... Wie nennt man das denn? Wie nennt man die Unterseite des Fußes? Bei der Ferse. Wie nennt man das denn? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss gleich mal Waffe wechseln. Ich hab das Gefühl, heute bin ich mit dem Pro-Kleckser nicht so geil. Vielleicht nehme ich gleich mit Doppelauer so. Immer kann ich mal so aus der Decke haben. Kennt ihr mal richtig den Knallschwappern spielen, wurde es immer gewünscht. Ich muss sagen, die zwei Randoms waren in dieser Runde schlimmer. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Fini. Oh, das Gefühl zu haben, ein Mann holt mich unterm Bett. Was? Die Füße müssen immer unter der Decke, bevor ein Monster kommt und die frisst. Regel Nummer 1 beim Schlafen. Ja, doch. Ich finde das eh weird, wenn Leute mit dem Bettdecke schlafen, die quer liegt. Also, ist komisch. Ah, ich nehme eine andere Waffe. Ist das der Knallschwapper? Dann gab es noch einen anderen. Ja, das ist Trommelschwapper. Keine Ahnung, ob ich was mit Knallschwapper reiße, aber ich versuche. Ich spiele den mal. Wurde sie gewünscht, also spiele ich den mal. Bin Schwapper eigentlich echt. Ich glaube, Schwapper ist die Typ. Ich glaube, Schwapper ist mit Kalligraf, glaube ich, der wenigste Dings, was ich gespielt habe. Waffentyp. Ich habe aber nicht mehr lange gesniped. Mal gucken. Ich muss nachher gleich schauen, sonst haut mich ihr Handy aus dem Stream. Ich habe dir das Bild in den Pfoten Socken geschickt. Alles klar, danke dir. Schau mich mal an. Ich habe auch Socken und die haben nur ein Loch zum Reinschlüpfen. Ach, also, das ist glaube ich der Fuß. Ist das der Fuß? Ja, nee. Moment, das ist der falsche Fuß. Habe ich den doch am rechten? Jetzt muss ich für Anni sogar noch die Beine breit machen. Hier, Anni. Da, siehst du mein Loch? Dieses richtig geile, große Loch. Da, Seite. Gott, ah, ich bin... Ganz im Ernst, ich bin so eingerostet. Ich werde alt, ey. So, Anni mit halbwegs, keine Ahnung, safe for work. Fußfetisch bedient. Dann kann ich das heute auch von meiner Liste streichen. Ich hab meine Sorge, dass sie überhaupt nichts treffen mit Knallschwapper.
Wenn ich von Sprinkler getötet wäre. Dann würde ich mich richtig schämen. Fußfetisch für Chan. Hä? Wieso denn für Chan? Für dich? Ich glaube nicht, dass Chan Fußfetisch mag. Keine Ahnung, was der höchste von mir mag, ist, weiß, was ich von Chan an mir mag. Schlechte Witze? Meine Kekse, er mochte Kekse gerne. Ich fand meine Kekse nicht schlecht. Ich habe einen Pfötchen-Fetisch, Anni. Vielleicht ist einfach Waffe, vielleicht eine einfache Waffe, wenn es sie wieder meine Station umhaut. Ach ja, Tintenwall habe ich auch noch. Tintenwall ist auch sowas, was ich so gut wie nie benutze. Was ich immer mehr benutzen sollte. Würde dir den Undercover-Schirm empfehlen. Aber ich kann Schirm so gar nicht spielen. Wurde ich von Random getötet. Ich weiß gar nicht, wer hat mich die Runde am meisten getötet gehabt? Ich glaube, Finny hat mich diese Runde am meisten getötet. Ich glaube, die Kills, die ich nur gemacht habe, waren bei Leon. Ich bin überhaupt froh, dass ich irgendjemand getötet habe mit dem Knallschwappa. Diesmal die Hey-Nachricht, die wichtigste ist im Aus. So, ich gehe jetzt schlafen. Nacht, Schatzi, ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr so lange machen. Ja, die zwei Kills, die ich wirklich gemacht habe, war wirklich nur Leon. Ach, du Zitrone, ich trage übrigens klassisch weiße Socken. Erotisch. Ich denke, ich will bis 10 machen und dann höre ich auf. Die Runde war toll, ja, gefühlt hast du mich nur getötet. Also einmal random, zweimal war es bestimmt du. Ich finde diese Socken, wo man den Zeh da so... Was? Was gruselt dich? Achso, mit... kennt ihr diese Socken, die es eigentlich gibt, die so wirklich... Also, wo du wirklich so jeden einzelnen Zeh drin hast? Kennst du die? Ich meine... Ey, das ist doch blöde. Wie Chan immer nur wie Chan einfach so wirklich... Das Pech hat, immer mit mir in der Runde sein zu müssen. Und Finny und Leon sind immer gegen mich. Ich fühle mich von den beiden ja schon gemobbt hier. Okay, aber direkt scheine ich mit Knallschwapper keinen zu töten. Also, ich glaube, wenn ich jemanden direkt mit Knallschwapper treffe, geht er nicht sofort tot. Okay. Miko, warum wolltest du, dass ich Knallschwapper spiele? Ich meine, auf Wunsch mache ich, spiele gerne Waffen. Ich bin ja bereit, ich bin ja offen für neue Sachen. Hi Marcel! Wie geht's, wie steht's? Weiße Socken sind gruseliger als schwarze zusätzliche Belüftung.
Ich sag euch, Fini hat mich heute mit Kiekler. Doppler sind auch gut. Doppler spiele ich auch gerne. Doppler ist nice. Doppler komme ich recht klar. Es ist nur die Frage, bis das Mikro nicht mehr tötet. Ich habe das Gefühl, der Zinnenverbrauch, also wenn ich sterbe, ist hier mit der Waffe aber sehr hoch. Ich glaube, Miko war die einzige, die ich getötet habe in dieser Runde. Milo, hast du Prime? Amazon Prime? Ja, habe ich. Also heute spiele ich echt scheiße. Heute die anderen spielen einfach zu gut. Irgendwie kriege ich immer nur so zwei Kärtchen. Sonst habe ich immer drei. Marcel, wie war dein Tag heute? Also der Schwappe ist doch nicht so schlimm. Oh, ich habe zwei getötet, aber wir haben mich noch getötet. Der sieht ganz nice aus. Ich muss mal echt mehr den Links nehmen. Ich bin so ungeübt, dass ich absolut gerade keine Ahnung habe, wie überhaupt ich Tintenfall. Tintenfall benutze ist so eine Sache, die ich so wie nie benutze. Leon ist raus. Leon, du spielst aber echt heftig gut. Heide Witzka. Schaust du auch LOL? Ah, oh, du meinst, ich weiß nicht, ich meine League of Legends, aber du meinst wahrscheinlich Last One Laughing, ne? Ich habe davon, glaube ich, mir eine Folge mal angeschaut und obwohl ich mich Billy Herbig echt super mag, habe ich es irgendwie nicht so gefühlt. Vielleicht muss ich nochmal eine Chance geben. Mehr Arbeit halt. Oh mein Gott, sind wir alle in einem Team? Ja, wir sind alle in einem Team! Team Chibi! Team Chibi Power! So. Jetzt zeigen wir mal, wie wir ins Blattfest funktionieren zusammen. Gott, bin ich froh, dass ich ein Mikro mit Team habe und ich da Hydrant sehe. Oh Gott. Beim Knallschwapper, das ist echt doch ein Knall so viel einfach. Das ist cool. Ich kann aber gut schlafen, da ich Kunden sauer gemacht hat, was mir wofür ich nicht kann. Ich sag ganz ehrlich, ich komme ja auch aus Mainz handeln. Kunden sind schlimm. Und gefühlt in manchen Branchen noch schlimmer. Und Feiertage werden Kunden meistens richtig, richtig anstrengend.
Dennoch geschafft habe, sie zu retten. Schade, ich mag euch. Ich habe die neue Staffel schon viermal gesehen. Da muss man wieder reinschauen. Ich merke schon, ich bin... Schauen Sie Anime, wenn ja, welche. Ja! Brauchst du mich nicht sitzen, Pokerstar. Kannst mir einfach Nilo nennen. Ohne zu, was lieber ist. Ja, ich schaue Animes. Boah, ich schaue eigentlich alles Mögliche an. Aber ich schaue viel Shonen. Was? Das haben wir noch verloren? Warum ist denn eine Seite da oben nicht eingefärbt? Was war da los? Wir haben einen Reverse-Sweep kassiert, aber sowas von. Aber oben war irgendwie im Bereich nicht eingefärbt von uns. Ich habe zuletzt. Ich glaube, letzte Woche war das. Letzte Woche haben ich und Line, also ich und meine Freundin, haben Jujutsu Kaisen beendet. Also wir haben komplett die ganze Jujutsu Kaisen Staffeln, also Staffel 1 nochmal Rewatch, den Film geschaut und Staffel 2, echt Banger, muss man wirklich sagen, Jujutsu Kaisen, liebe pur. Wir haben jetzt noch vor demnächst meine Wiedergeburt als Schleim zu rewatchen, weil da kommt eine dritte Staffel bei raus. Klar, One Piece bin ich natürlich jede Woche am Suchten. Was schaue ich noch aktuell? Was habe ich noch zuletzt geschaut? Zuletzt habe ich noch Four Nights of Apocalypse geschaut. Ich bin gerade noch am Schauen an Digimon Adventure 2020. Wobei ich echt sagen muss, es kommt echt null an das alte Digimon heran. Ja, es ist so allmögliche Animes. Zum Beispiel, welche Animes ich auch immer wieder schauen könnte. Ja, zum Beispiel sowas wie Mob Psycho, Dr. Stone. Also, das, ich glaube, das sind so, kann man sagen, die letzten Animes, die ich momentan so geschaut habe. Gibt es noch so ein paar andere, die ich zunächst mal schauen will? Der Fini wieder. Mein Lieblingsanime ist mein Wiedergut als Schleim in anderen Welt. Es ist so ein guter Anime. Es ist so ein guter Anime, Poke. Wenn ich Animes mit meinen Freunden schaue, das ist momentan mehr allgegenwärtig, Poke, dann schauen wir meistens immer auf Deutsch. Ja, also meine Freundin ist ein absoluter Deutschgucker. Man muss aber auch wirklich sagen, der deutsche Cast von Animes ist wirklich über die letzten Jahre echt besser geworden. Ich meine, ey, Veldora hat die Stimme von Dr. House, sprich Marek und so. Das ist einfach geil. Er macht das richtig gut. Der Teamfach aus dem Knasch war aber echt ziemlich hoch, nicht noch mehr. Die Zentimine ernsthaft, Fini? Habe ich überhaupt einen? Jetzt schon habe ich wieder mein Team. Jetzt schon hat er gerade die Arschkarten mit mir, ne?
bin ich dazu verdonnert, die Waffe zu spielen, die ich nicht spielen kann. Wir haben schon Disconnector in der Runde. Leute, ihr bringt die Leute dazu zu liefen. Leute immer wegen euch liefen. Fußbasket habe ich mal ein bisschen gehört, glaube ich auch nicht schon. Das wandernde Schloss auf Deutsch im Super Gekas. Das wandernde Schloss ist auch ein schöner Titel. Lucario, ja, lies auch mal die drei Bücher dazu, die sind super. Yep, ich finde auch Veldora hast nämlich Gamadon-Stimme aus Ninjago. Gamadon stimmt, jetzt mal. Oh ja, stimmt, da spricht er ja auch, Dings. Lego Ninjago, stimmt, da spricht das Gamadon ja auch, Marik. Also ich habe, aber der spricht viele Sachen. Boah, der Sprecher von Dr. House, ne, der hat echt schon ikonische, Hi Flo, ikonische Anime-Charaktere gesprochen gehabt. Marik hat er gesprochen gehabt, ziemlich geil aus Yu-Gi-Oh! Echt ziemlich krank und böse. Devimon aus dem ersten Digimon hat er auch gesprochen gehabt. Also eigentlich ist der Sprecher von Marik wirklich sehr häufig wo vertreten. Der macht echt einen geilen Job. Megore in Detektiv Conan hat er auch gesprochen. Der Inspektor. Also in Dokus, du hörst auch die Sprecher von Marik, also von Gamadon, wirklich auch so häufig in Dokus. Der hat so eine geile Stimme und ich glaube, der ist schon 78, ich glaube, ich muss mal gucken, wie alt er ist. Das habe ich letztens noch geguckt, glaube ich. Der ist schon 72 Jahre alt, der Mann, glaube ich. Ich schau mal kurz, Doktor. Also der ist wirklich schon alter Synchronsprecher, aber der macht so ein geiles. Also der hat so eine ikonische Spreche. Ciao. Klaus Dieter, schaue ich mir kurz. Der ist 75 Jahre alt, Leute. Der Sprecher von Marik, Dr. House, Gamadon etc., der ist 75 Jahre alt und hat noch so eine Stimme. Alter, ich sag ganz ehrlich, der wird die Welt so fehlen, wenn der weg ist. Tommy Morgenstern, der Sprecher von Son Goku zum Beispiel, ne? Also Tommy Morgenstern im Deutsch, der Sprecher von Son Goku. Der spricht ja zum Beispiel auch Rengoku aus Demon Slayer. Also der mit der Feueratmung. Und der spricht zum Beispiel auch Sukuna. Und oh boy, kann der gut Sukuna sprechen. Alter, Sukuna mit der Stimme von Goku ist so anders wild. Ich sag ganz ehrlich, also wer so Goku liebt. Ja, er ist von Gurus Kindheit und ja, er ist typischer Held, aber Alter, funktioniert der gut als Bösewicht, der Sprecher. Richtig Disrespect, richtig heftig, also Alter. Wenn man bedenkt, wie Son Goku ist. Also Knallschwapper ist ganz nett, aber ist leider ein bisschen schade, wenn man perfekt jemanden trifft, dass es nicht einen tötet. Du brauchst echt lange, um sozusagen nachzusetzen. Oh, wie geht's da? Das war jetzt Glück. Das war nochmal Glück. Ich lebe heute gefährlich. Da hat Miko Glück gehabt. Ich hab gepennt gehabt. Noch so Splatoon. Ich habe letzte Zeit so viel Splatoon 1 gespielt. Ich muss mir erstmal Splatoon 3 wieder gewöhnen. Ah,
Aber ich mag den Knallspapper zwar, aber es ist echt scheiße, dass du niemanden töten kannst, wenn du perfekt triffst. Das finde ich doch leider ein bisschen scheiße. Und du musst wirklich lange warten, bis du mir einsetzen. Weißt du, ich habe gerade perfekt angesetzt gehabt und man stirbt da nicht. Das ist, finde ich doch ein bisschen, finde ich ein bisschen schade am Knallshopper. Das missfällt mir ein bisschen. Dass man zweimal nachsetzen muss, um jemanden zu töten damit. Und das dauert irgendwann so lange, bis du ihm, sag ich mal, nachsetzen kannst damit. Mein Vater ist heute mit meinem Auto auf der Arbeit und der hat ein Auto in der Plattenhand. Gerade dann, wenn wir nach Dortmund fahren wollen, da meine Cousine Konfirmation hat. Ja. Passiert manchmal so, gerade wenn es blöd läuft. Wenn, dann immer gleich fahren. Frieren ist aktuell auch ein guter Anime. Ja, von dem habe ich auch schon gehört gehabt. Chan hat den auch schon sehr gut bewertet. Den wollte ich mir eventuell auch noch anschauen. Hi Maxi! Die Runde lief ja bescheiden. Du, die letzten Runden alle liefen bescheiden. Ich bin nur am Sterben mit dem Knallschwapper. Ich finde ihn ganz nett, aber es stört mich doch ein bisschen, dass du damit nicht jemanden gleich tötest, wenn du ihn triffst. Jeder hat einen eigenen Geschmack. Du musst ihn nicht mögen. Ich respektiere ihn. Ach so, ich habe da Ferien gerade gelesen. Ist ja auch okay, wenn man, sag ich mal, einen eigenen Geschmack hat. Ich bin gerade blind. Ich habe zum Beispiel mit Lina auch hier Miss Kaboyashis Dragon Maid geschaut gehabt. Ich könnte auch verstehen, wenn das einige zum Beispiel langweilig finden. Ich habe Alfie des Suicenders so 7 Bände. Oh, Chibi Power. Und Chan ist ein Traitor. Von meinem eigenen Mod. Der mit dabei war, als ich B- noch erreicht hatte in Splatoon 1. Bevor sie ausgeschaltet worden sind. Ich habe auch das Gefühl, ich bin auch einfach mehr dafür da, um zu supporten, ne? Also den Gegner so ein bisschen einzuengen oder anzuhitten. Ich glaube, ich sollte eher daneben mal packen. Stream liken von unserem Fußfetisch, hey Nilo. Jetzt habe ich einen neuen Titel wegen dir. Danke, Ani. Küssen aufs Nüsschen. In dieser Nähe bin ich aber auch echt anfällig. Knallschwapper. Was ich aber auch gestehen muss, ich finde die Trisuka tatsächlich ein bisschen blöde. Also ich muss gestehen, ich finde die alte Bazooka in Splatoon 1 viel besser, dass du wirklich sehr diesen Rückstoß hast. Und du bist da am Spam. Finde ich irgendwie besser. Ja, aus nächster Nähe habe ich echt mit den Tri gar nichts zu melden. Mit den Knallschwapper.
Windbreakers Bild? Der sagt mir gar nichts vom Namen her. Magst du zu deinem Einzug eine Party? Das ist üblich. Oh, ich hatte, ganz im Ernst, vielleicht habe ich dafür zu wenig Freunde. Aber ich habe keine Einweihungsparty geschmissen gehabt bei keinem meiner drei Umzüge. Bei keinem meiner drei Umzüge habe ich eine Einweihungsparty geschmissen. Ich glaube, dafür habe ich zu wenig Freunde. Sechsmal gestorben, Alter. Ich bin nur am Sterben mit dem Knallschwapper. Darf ich jetzt eigentlich meine neue Waffe wählen? Meine Güte. Ich glaube, Knallschwapper und ich, wir werden nicht so warm. Ich kann jetzt nur mal probieren, mit dem Nautilus warm zu werden. Let me try again dieses Seefernrohr. Ich bin hier auch gerade nur ein bisschen am Üben. Richtig ernst spiele ich ja gerade auch nicht. Wenn ich hier die ganze Zeit nur so viele Waffen nehmen soll. Aber diese Übernachtungskosten schon, oder? Jo, Marcel, ich respektiere die Meinung. Aber Mod mag ich Chilling in another world. Oh, davon haben wir YouTube, glaube ich, schon mal was vorgeschlagen. Keine Ahnung, eigentlich müsste ich meine Hausparty schmeißen, aber irgendwie hatte ich nie. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig Freunde oder ich habe einfach in den letzten Jahren zu viele Freunde verloren. Kann auch sein. Nilus einsam. Nilus ist sehr einsam. Nehmen einen Schlafsack mit, dann ist es geregelt. Hast du keine Couch? Oh, ich bin so ein Gastgeber und lasse irgendwie bitte mein Bett auch gerne an. Oh. Echt? Das war zu hoch? Hätte gedacht gehabt, man könnte das treffen, Phnom. Ich habe Haftbomben, Leute. Nio, ich wäre gekommen und Scham bestimmt auch. 10 bin ich? Ja, doch schon. Trotzdem, Nio, sehr einsam. Die Leute ein paar soziale Probleme. Ich sag ganz ehrlich, so die letzten Jahre habe ich einfach ein bisschen zu seltsam gemacht. Er wollte ihn Chan machen, hat aber verkackt. Ich glaube, ich bin heute einfach zu uns.
Knüll Anni fest und lässt nicht mehr los. No. Übrigens, meine Lieben, vielen, vielen herzlichen Dank für euren krassen Support. Nicht nur, dass wir heute zwei Abos plus gemacht haben. Zwei oder drei? Ich weiß gar nicht, ich glaube zwei. Zwei Abos plus gemacht haben. Wir haben heute auch einfach 14 Likes. Das ist insane. Leute, ihr seid heute super. Vielen herzlichen Dank für euren Support. Echt, bin mega stolz auf euch. Wirklich mega. Vielleicht schaffen wir das, was ich gestern gepostet habe, das Monatsziel zu erreichen. Also, noch mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Also, sogar zu top. So, habe ihm gerade den falschen. Habe ihm gerade. Kam nicht aufs richtige Wort. Ich habe erstmal genug gespielt. Fini, du warst ja auch meistens mehr im Gegnerteam. Du hast die Runde auch meistens mehr gewonnen gehabt. Da haust du jetzt ab, ohne dass ich mich rächen kann. Dann machst du mich hier die zig Runden fertig und gibst mir nicht mehr die Chance, mich zu rächen. Es macht immer Spaß, den Nido zu töten. Schade, dass Leon und Markus wohl in anderen Runden sind. Also ich habe gerade den Lobbyisten gehabt, Leon ist wohl in private Runde. Markus woanders online. Naja, vielleicht kommen wir nochmal am Wochenende zum Spielen. War aber schön, dass die beiden mit dabei waren. Aber vielleicht noch sind, ich weiß nicht, ob im Lob dabei ist. Was bin ich hörend? Ich weiß gar nicht, auf was du bezogen ist, John. Was du meinst. Warum mich denn bitte getroffen? Achso, die Tinschauer. Und gemeint. Das war warum nicht meine Richtung. Jetzt gehe ich mal gucken. Nido, machst du einen schönen ASMR für mich?
Ich versuche schon gerade ganz leise zu reden, weil die Nerven schlafen ist. Und das mit Halsschmerzen noch in den Hustenhals ankämpfen. Mache ich das nicht gut, Anni? Oh, hat schon erledigt. Was bin ich da sehend? Hast keine Syrotrom verdient. Hust, Schand, Lappen, Hust, Hust. Nee, heute mit. Nee, dann, wenn er denn, wenn er ich. Bei mir ist es Miko. Du sagst es ja vorhin, dass bei dir mein Hin und Her ist, ob das jetzt gut läuft oder schlecht läuft. Bei mir ist es immer mit dem Profi-Kleckser der Fall. Ich habe so Matches, da kann ich mit dem richtig geil spielen und denke so, yeah, passt alles. Und dann gibt es Runden, wo ich absolut nichts mit dem reiße. Aber trotzdem mag ich den gerne spielen. Hab dich erwischt. Ja, du hast aber mehr da oben immer gehockt, Flo. Gefühlt kamst du nie wirklich runter mit deinem Platscher. Ich muss aber auch gestehen, ich mag eigentlich die beiden Maps nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Weil beide Maps, die gerade da sind, sind so richtige Camper-Maps. Also einen davon zu haben, ist ja eine Sache, aber beide, finde ich, sind schon ziemlich campermäßig. Augenblick gesehen. Den Wolken mitnehmen. Ja, ich finde die Maps auch nicht so toll, um ehrlich zu sein. Ja, es sind beides so Camper-Maps. Also bei der einen ist es auf der drehenden Plattform in der Mitte und hier ist es auch einfach die Mitte. Du kannst einfach so richtig. Eigentlich ist es wirklich nur darum, wer es danach geht, wer hält das am besten. Ah, man kann den Supersprung auf 1 setzen bei. Okay, das muss ich mir merken. Supersprung. Und dann Trieschwung. Die Idee finde ich nicht schlecht. Ich hätte auch mal wirklich los. Ich habe gemerkt gehabt, den Roller zu spielen, ne? Das Platoon 1 ist so anders wild. Ich bin weg nach die Old Nacht, Maxi. Nicht traurig sein. Ich mache auch nicht mehr lange. Moin, Farok, willkommen zurück. Vielleicht hat Grün ein bisschen mich eingefärbt, kann das sein? Nee, hat doch noch gereicht. Ah, macht nichts raus, Mikro. Heute bin ich auch nicht wirklich gut. Also von daher. Und wie weiß mir? Frage, du musst du mir erstmal beweisen, lang bleibst du da. Honey, meine Hi und Bye. Ach. Ist eh vorbei jetzt.
So. Aber hey, ich habe nichts dagegen. Wenn ich heute so oft verloren habe, vielleicht gewinne ich dann beim Splatfest dafür mehr. Das sind dann vielleicht gute Möglichkeiten. Ich habe einen Greenspeed-Banner bekommen habe. Jetzt. Was für traurig, Faruk. Jetzt sind grauenhafte Maps da. Wieso, du fandest eben die Maps super? Was ist denn jetzt da für Maps? Du fandest eben die Maps super, Miko? Was sind denn für Maps jetzt gerade da? Was? Schwach. Frachtschiff Schwerfisch? Blaufaustnepol ist ja geil, aber was? Frachtschiff Schwertfisch? Welche Map ist das denn? Frachtschiff Schwertfisch? Kam die neu dazu? Die kenne ich, glaube ich, gar nicht. Oder sagt mir das Bild einfach nur nichts. Ich gehe jetzt mal One Piece schauen. Immer gut, Faruk. Immer gut. Welche, bist du gerade aktuell sofort oder hast du bis nach vorne am schon? Jetzt kommt es. Oh, schade. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich das, was ist. Ich hatte gehofft, ich kriege das Frachtschiff. Blaufaust, den Buch kenne ich ja. Egal. Also swing my aim jetzt. Na, ich höre jetzt auch gleich auf. Ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht Glück habe, einen Frachtschiff. Ist sie neu? Ich weiß nicht, das sagt mir absolut gar nichts. Hallo, Chan, an die Raum nicht. Seid nicht so gemein zu Faruk. Faruk ist momentan mein Top-Kommentator. Also, er schreibt momentan die meisten Kommentare. Oh. Mein Bruder und ich haben letztens die Wano Kuni von da gesehen. War voll cool. Wano Kuni ist aber auch ein langer Arc gewesen. Aber ist ein guter Arc. Bombenwerfen. Hä, das konnte ich nicht gerade. Keine Tinte auf. Nilo, geh
geht jetzt erstmal baden. Ich habe leider keine Badewanne. Wenn ich eine Badewanne hätte, dann könnte ich so richtig sexy Badewannenbilder machen. Mit so einer Gummiente. Annie ist lieb. Das ist sie wirklich. Wir haben Annie sehr vermisst die letzten Tage. Wochen besser gesagt. Annie doch nicht. Sie ist eine ganz gefährliche Zitrone. So. Na gut, werde ich beim nächsten Mal herausfinden, was das für ein Dings ist. Frachschiff, Schwertfisch. So, ich habe 145 Supermuscheln. Ich sollte mal irgendwas mal mit den Dinger machen. Egal. Na gut, meine Lieben. Dankeschön für diesen tollen Stream heute Abend und dass ihr so super mit dabei wart. Euer Support war anders heftig. Ich freue mich wirklich nochmal ganz herzlich, Leon und Markus hier in meiner Community zu haben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wie gesagt, am Wochenende, wenn wir coole Splatfest-Matches machen, wir werden auf jeden Fall Team Bärchen und wahrscheinlich und auf jeden Fall Kaninchen supporten. Küken hat leider Pech gehabt. Und wir schauen einfach, sehen uns am Wochenende wieder. Morgen wahrscheinlich nicht. Vielleicht noch morgen, vielleicht am Freitag, aber da kommt es drauf an, wie das der Tier hat. So sagt mir danach mal in Laune ist, okay? So, sonst sehen wir uns am Samstag wieder. Es gibt so viele coole Winterposen, die ich alle nicht habe. Ich benutze die nicht. Mir sind so Winterposen, sowas wie Tänze, wie im Fortnite, komplett scheißegal, ehrlich gesagt. Danke, Lilo, für den tollen Stream, mein Held. Oh, Anni. Bitte und gute Nacht. So, meine Lieben. Und nochmal vielen herzlichen Dank an meine Mods. Oh, sogar 15 Likes, Leute. Ihr seid super heute. Wirklich, ihr seid top. Wirklich, vielen, vielen herzlichen Dank für euren schönen Support. Wir sehen uns am spätestens am Wochenende wieder. Wie gesagt, Peach, Prinzessin Peach Spiel steht auf dem Plan. Ich habe noch ein paar andere Storygames, die machen würde. Wir machen auf jeden Fall Splatfest. Vielleicht machen wir auch mal wieder Fire Emblem oder Mario Super RPG. Oder wir können noch Mario Kart machen, okay? Wir schauen mal. Also am Wochenende liegt auf jeden Fall was an. Also, meine Lieben, fühlt euch geknuddelt. Wann wäre denn der nächste Stream? Der nächste Stream wäre am Samstag. Wahrscheinlich Nachmittagabend und am Sonntag. Auf jeden Fall. Freitag bin ich eventuell abends live, aber ich habe Freitag noch einen Arzttermin mit meinem Kaninchen. Also ich bin mit meinem Kaninchen beim Tierarzt und ich sag ganz ehrlich, je nachdem was dabei rauskommt, kann sich das auf meine Laune auswirken. Also ich versuche live zu sein, aber wenn es nicht so dolle Nachrichten sind oder pipapo, dann... Also ich sag ganz ehrlich, so Tierarztbesuche sind für mich immer... schwierig, ne? Und ich habe euch ja schon mal gesagt gehabt, dass es gerade mit einem Zimmer nicht so gut aussieht. Ich sag ganz ehrlich, je nachdem, was da jetzt am Freitag rauskommt, könnte sich das auf meinen Laune auswirken, ne? Also wenn es sehr schlecht nach kann sind, dann bin ich wahrscheinlich nicht live. Aber wir können mal gucken, wir schauen mal, okay? Ich drücke einfach ganz fest die Daumen, also drückt mir auch bitte fest die Daumen, dass Freitag alles gut aussieht und dann machen wir es schon. Ich freue mich auf das Peach Game. Ich mich auch. Die Demo hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die habe ich schon gespielt. Also dann, meine Lieben, wir sehen uns spätestens am Samstag wieder. Ich versuche sonst am Freitag. Fühlt euch geknuddelt. Bis zum nächsten Stream. Danke fürs dabei sein. Habt euch lieb. Danke für euren Support. Ihr wart heute super. Ihr wart immens. Ihr könnt euch richtig mal auf die Schulter klopfen. Und Ehre an meine Mods, die mit dabei waren. Dankeschön, dass ihr hier ein Auge drauf gehabt habt. Also,